So, ein jeder ist hoffentlich wieder da. Das ist ja schön, dann können wir so tun, als würden wir Wimmelbild spielen. Yay, so, das ist die falsche Ecke. Hallo, falsche Ecke. Hierhin wollen wir. Die Konsole wollen wir ausschalten. Wo ist die Konsole? Die Musik wollen wir ausschalten. Und dann wollen wir das Wimmelbild starten. Irgendwie, vielleicht, eventuell. Muss ich hier sowieso erstmal wieder einrichten. Warte. Spielaufnahme, ja, wird schon. Bestimmtes Fenster. Nämlich das hier. Warte, machen wir gleich nochmal von vorn. Dann halt auch mit Ton. So. Machen wir nochmal. Wir spielen nämlich ein tolles Wimmelbild, wo wir im... oh Gott. Im Jahre hast du nicht gesehen, haben wir den ersten Teil davon gespielt. Nämlich das Spiel Eventide. Und davon gab es irgendwann einen zweiten Teil, nennt sich dann Eventide 2. Damals war es da hier, was war es, slawische Mythen oder sowas? Diesmal ist es der Spiegel des Zauberers. Boah. Bin ich gefesselt. Wow, also bei dem Titel. Wow. Also einfach nur wow. So. Macht er das? Ich hoffe. Ja. Für das beste Spielerlebnis, Spiele mit Sound. Soon, we will be together, my love. Der Grafiker hat jetzt schon 5 Euro verdient. Okay, gib deinen Namen an. Ich heiße Maria. Ach nee, gar nicht wahr. Maria Mut. Nee, gar nicht wahr. Ich heiße einfach nur Mut. Okay. So. Es gibt hier Extras. Das ist total toll. Interessiert mich nicht. Wir spielen einfach das Spiel. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Leicht und einfach, genieß das Abenteuer. Tipp und überspringen, laden schnell auf. Ja, unbedingt. Interaktive Zonen glitzern. Ja, bitte. Filme, Bild 10, funkeln. Ja, bitte. Aufgaben werden auf der Karte angezeigt. Ja, bitte. Es gibt keine Strafe für falsches Klicken in WBS. In Wimmelbild spielen? Finde ich gut, weiter so. Zusammensetzbare Objekte werden angezeigt. Ich gebe da eine Anleitung. Was ist das? Ja. Normal, wir bleiben bei normal, ne? Komm, normal. Ja, das wird doch schon super. Die Geschichte in diesem Spiel ändert sich mit deinen Entscheidungen. Der ist schon aufwendig für ein Wimmelbild. This view is impressive. Ja. It'll be even better from up there. Ist Lara Croft. Ach nee. Those clouds look weird. There weren't any storms in the forecast. Hurry up! Das war's, sie ist tot. Wähle die Art der Anleitung. Volle Anleitung, nur spezielle Features. Nur spezielle Features. Ich glaube, mit dem Rest komme ich klar. So, jetzt haben wir hier einen Rucksack. Den gucken wir uns an. Ja, weil, ne? Person ist runtergefallen, was blieb? Der Rucksack. Den können wir angucken. Der Zweig ist zu weit weg. Ich brauche etwas, um heranzukommen. Wie wäre es mit Hochklettern und rangehen? Nein! Nein, nein, hochklettern, nein. Wir haben ja gesehen, was dabei rauskommt. Okay, wir haben aber auch... Jenny, help me! I can't reach my backpack. I can toss you a pickaxe. Cut the branch. My line won't hold for much longer. Stell dich mal nicht so an. Gut. Help! I can't hold on much longer.
Willst du es drauf ankommen lassen? Ich meine, das wird jetzt nicht wie in Monkey Island hier, ne? Wo Guybrush unter Wasser ist und der tatsächlich halt nur 10 Minuten halt aushält. Die hat aber schon Kraft in den Arm. Die jammert ja gar nicht. Seltsam. Das ist ja doof. Das macht ja gar keinen Spaß. Okay, wo komme ich jetzt hier zurück? Da. So, jetzt mit der Spitzhacke daran. Erstmal den Rucksack kaputt machen. Nee. Der Rucksack ist runtergefallen. Kriege ich die... Natürlich kriege ich die Spitzhacke jetzt nicht mehr. Aber da ist ein Ast. Das Seil steckt an dem Zweig fest. Ich muss den Zweig abschneiden, sodass Jenny wieder runterklettern kann. Ich würde jetzt aus meiner spielerischen Perspektive nicht den Ast abschneiden, sondern was anderes. So. Boah, das funkelt aber auffällig. So, jetzt sollen wir finden. Eine Kette. Ein komisches... Was ist das? Ein Ring. Das könnte der sein. Ja, eine Schraube, die ich locker habe. Dann hier irgend so ein Teil. Daraus wird bestimmt mal ein ganz tolles Taschenmesser. Wenn wir da die ganzen Teile hier zusammenfinden, das wird total super. Ja. Dann ist, glaube ich, so ein Teil, was wir brauchen. Dann brauchen wir noch so eine Messerklinge. Weil sonst können wir natürlich nichts zerschneiden. Was denn? Das sind doch hier 5000 Teile hier vom... Eigentlich ist alles hier drin Teil eines Schweizer Taschenmessers. Also das Original, ein Schweizer Taschenmesser. Da hat man halt auch, ne? Hier so ein paar Pulle drin und so ein Klebeband und sowas. Richtiges Schweizer Taschenmesser hat auch eine Brezel drin. Ja? Stattdessen haben wir hier nur die Sparvariante mit wirklich das Nötigste vom Nötigsten. Boah, ist das toll. Was freue ich mir. So, da ist so ein Teil, was wir brauchen. Und da haben wir es auch schon zusammengebaut. Die Billigvariante vom türkischen Markt. Super. So. Oh nein, oh, zum Glück haben wir rechtzeitig noch die einzelnen Teile aus dem Rucksack herausgekriegt. Weil natürlich, wenn ich ein Schweizer Taschenmesser habe, dann muss ich das natürlich beim Zoll auseinandernehmen, damit ich kein voll funktionstüchtiges Messer habe. So sieht's aus. So. Dann, Messer, Seil. Seil. Natürlich klappt das auch. Weißt du, wie lange du brauchst, bis du mit dem... mit einem Messer so einen Ast durchschneidest. Take my hand. Nee. Jenny, watch out. Take her away. I'll get rid of the other one. No. Das war's. Wir sind tot. Game over. War ein kurzes Wimmelbild. Ouch. Where am I? Lucky to be alive. Who was that? They kidnapped Jenny. I need to find her. Mhm. Ja, aber erstmal abhängen und Aussicht genießen, würde ich sagen, ne? Ja, wir haben jetzt zum Glück noch ein Messer. Das klappt schon eher als ein Ast durchschneiden. Hier siehst du die erste Karte. Versuche alle 14 davon zu finden. Klicke zum Fortfahren. Naja, oh okay. Wollte ich einfach überspringen? Nein. Achso, doch. Ja. Da, Karte. Ui. Neugierig. Du hast die erste Karte mit Kobolden gefunden. Ja, okay. Wir haben da ein Spinnennest. Wie geht meine Handschuhe? Sind hinter das Spinnennetz gefallen. Probleme. Ja. Die einfach jeden bewegen. Weißt du, da gehst du einfach in den Wald, wirst irgendwo von so einem komischen Magier in die Tiefe gestürzt. Und deine Handschuhe liegen hinter Spinnenweben. So deep. Ich fühle da richtig mit. Gut, nehmen wir halt. Der Anhänger. Oh nein, oh nein. Oh, natürlich. Oh. Ich vergaß. Sie ist gerade geklettert. Da hat sie natürlich ein bisschen Muskelschwäche in den Arm. Da kriegst du den Stein jetzt natürlich halt nicht per Hand weg.
Ja, es steht das Leben ihrer Freunde auf dem Spiel. Aber sie braucht erstmal was anderes, um das Ding hochzustemmen. Oh. Filmbilder. Filmbilder. Okay, das ist alles hier, das Ding. Okay. Was ist da? Ich bin in einem alten und vergessenen Teil des Waldes. Kein Mensch ist hier, außer mir. Aber ich bin ja kein Mensch. Ich muss einen Weg hinausfinden. Na, zerschneiden wir das mit unserem Taschenmesser? Nein, wir kriegen einen Zweig. Diese Dornen sind so scharf, dass ich sie nicht berühren kann. Schneid sie doch einfach ab. So wird... Ach so, das wird nichts. Aber den Ast durchschneiden. Okay. Okay. Kann ich denn mit dem Zweig die Spinnenweben wegmachen? Oh, zum Glück. Die Handschuhe sind gerettet. Praise the Handschuhe. Der Wahnsinn. So. Ist da hinten noch irgendwas? Nein. Gut, dann versuchen wir mit den Handschuhen natürlich, die sind sehr schnittfest, irgendwie da was wegzumachen. Ich habe etwas getan, aber ich weiß nicht was. Ach so, das muss ich tatsächlich. Abgesehen davon, dass es hier so ein bisschen friemelig ist, die Dinge aus dem Weg zu räumen, aber hey. Der Weg ist frei. Ich bin die Volksbank. The size and the behavior of the thorns are unnatural. And this man up there, using strange energy. Is it magic? I've dealt with magic before. It's some kind of magic. Magic. Gut, gehen wir mal dahin. Pferde! Sie haben Pferde! Stop! Go away. Halt, stopp! Jenny! Das machst du Falco nach, oder was? Nee, es hieß Genie, ne? Egal. Auserwählt. Du hast es ins... Was? Ja, keine Ahnung. Sie ist hingefallen. Komm, treten wir nochmal nach. Guten Tag. They kidnapped my niece. Who is it? The master of this land, Twardovsky, and his henchman, Janosik. The first is a powerful mage, and the other is my son. I'm truly concerned about him. I'm Yagna, the local herbalist. My leg, oh, it hurts so much. Can you help me? I need some medicine. This may help you to prepare it. Das ist nur eine Fleischwunde, hallo. So, da hat hier noch tolle Spiegel und sowas. Das nehmen wir mal mit. Spiegelsuche. Du hast den ersten funkelnden Spiegel gefunden. Ach so. Und ein Knüppel. Oder ein Taschendildo. Man weiß es nicht so genau. Da haben wir hier ein Buch. Antiverbrennungsrezept. Tipp zum Nichtverbrennen. Nicht heißes Tee kochen. Teewasserkochdingens auf den Arm kippen. Antiverbrennung funktioniert. Ne, und dann brauchen wir halt ein Stück goldene Seife und this Zeug. This isn't a recipe. Looks like a child just took this notebook and drew on it. Also wir brauchen ein Stück Gold, ein nicht vorhandenes Kleeblatt und weiße Kacke. Ich hab keine Ahnung. Schlafpulverrezept. Da brauchen wir Billighanf. Eine braune Flasche und eine Rose mit Dornen. Heilbalsam. Kann Jagners Wunde heilen. Okay, wir brauchen Löwenzahn, Lavendel, ein nicht vorhandenes Kleeblatt und Gänseblümchen. Gänseblümchen. Auf der Wiese. Und halt, da brauchen wir auch wieder ein Taschendildo für. Weil wegen. Damit da halt so ein weißes Fleur rauskommt. Zum. Lassen wir das. Gibt's da noch was? Akne, Heilrezept. Seife, Käsereste, Lavendel. Eindeutig. Schwaches Herzrezept, damit du auch ein schwaches Herz hast. Dafür brauchst du ein bisschen Honig, ja, eine Zwiebelwurzel, Giftpilze und eine Kastanie. Das mischst du zusammen, trinkst das und du hast Herzprobleme. Ja. Ja,
Genau so ist es. Wie viele Abos hast du? Das ist so egal. Ich guck da gar nicht nach. So. Jetzt haben wir schon mal den Taschendildo hier. Und Zutaten haben wir. Das indischer Flohsam. Ah ja. Stößel haben wir aber auch. Aha. So. Heilkräuter und Bandage. Okay. Ich gehe da mal. Das ist aber nichts, was ich kriegen kann, ne? Die Brücke ist zusammengebrochen. Wie komme ich jetzt in das Dorf? Außenrum. Was haben wir denn da? Wenn ich diesen Vogel bestechen kann, komme ich vielleicht an die Schüssel. Ja, wir haben auch einen Stößel oder halt ein Messer. Hm, das ist keine gute Idee. Der hat einen Vogel. Okay. Also so nicht, ja? Was hier? Ich hab einen Stock. Und Kichererbsen. Wildrosensamen, meine ich doch. Hier kann ich Wasser holen. Was der alles kann. Oh, die. So. Da haben wir ein Wimmelbild. Das ist ja schön. Heilkräuter finden. Da ist eins, 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 da ist eins. Das war ein Frosch. Fast das gleiche. So, jetzt brauche ich doch wie viel? Was? Achso, die muss ich jetzt natürlich auch einsammeln, die Gänseblümchen, ja? Ist okay. Das kann ich. Wenn ich davon noch was sehe. Was Let's Playst du als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Also wirklich, ich habe keine Ahnung. Sonst guck einfach mal auf den Sendeplan, was da halt so demnächst kommt. Die Kategorie ist noch falsch. Ja, danke Twitch. Danke Twitch. Wir haben Heilkräuter. So, ich guck mal ganz kurz, ob ich das bei Twitch ändern kann. Weil, ne? Besser ist. Sonst kommt ja noch irgendwer daher und sagt so, wow, das ist ja gar kein Smash Bros. Das sieht aber ganz anders aus. So. Eventide gibt's natürlich hier nicht. Doch, gibt es. Oh, es gibt sogar einen dritten Teil. Oh, das ist ja toll. Hm, was freue ich mich. Hm. Schön, weißt du, wenn du halt so ein Wimmelbild anmachst und dann so siehst, so, wow, in der Spieleinstellung, so, wow, da gibt es ja einen dritten Teil von dieser unglaublichen Wimmelbildreihe. Wow. So. Okay. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt mit unserem Ast den Stein wegkriegen. Also der Ast hat jetzt nicht so viel geholfen. So, wir haben eine Karte. Da ist die Lichtung, da ist der Wald. Aha. Ich bin hier und da habe ich Aufgaben. Okay. Sonst habe ich hier was? Es ist keine gute Zeit, um über meine Leistung nachzulesen. Botanik heute. Seltene Art. Erneut gerettet. Mary Gilbert entdeckte eine seltene Farnpflanze und rettete einige Arten im Moorlandpark. Vor dem Aussterben. Ach so, haben wir das gemacht? Haben wir das gemacht? Hm. Wenn dir die Abos egal sind, mach sie doch sichtbar. Nein, mache ich nicht. Einfach aus dem Grund, weil halt dann halt ständig halt jeder Hinz und Furz halt daherkommt und sagt so, ja, warum hast du so wenig Abonnenten? Oder halt so viele Abonnenten und so wenig Klicks? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ist halt so. So, was haben wir noch drin? Eine Klopapierrolle oder so. Bandage, fast das gleiche. Das ist das, was mich tatsächlich eher stört. Die ganzen Leute, die halt einfach nur auf Zahlen gucken. So. Dann. Heilkräuter haben wir. Das Ding haben wir. Und diese komischen Rosenkörner da, Wildrosenkörner, geben wir dem Vogel. Und dann haben wir eine Schüssel. Mit der Schüssel gehen wir zum Wasser. Füllen die Wasserschale. Und wir haben eine Schüssel mit Wasser. Diese Kombination einfach, der Wahnsinn. So. Vermischen wir das alles ein bisschen. Und das, die Plörre, kippen wir einfach da drauf. Das mir wird nochmal ein richtiger Arzt. Hier, verdau das! Thank you. The bridge is damaged, but I can show you another way to the village. We'll find out what happened to your niece. I hope we can save her. I need your help to stop Tvardovsky. The things he does.
They are truly wicked. Will you help me? Yes, I will help you. Take me to the village. You may approach the mirror. I've got a present for you. I promise I will find a way to deliver it to you. The mage. I'll hide behind the crowd. He won't see me there. Okay. So, Pat, hat man die Möglichkeit, mit dir ein Video aufzunehmen? Äußerst unwahrscheinlich, weil ich grundsätzlich nie Zeit habe. Vielleicht hat er sich Abos gekauft und daher keine Klicks. Auch äußerst unwahrscheinlich, weil, ne, was bringen mir gekaufte Abos? Hab ich nichts von. Ja? Na, ich meine, meine 15.000 Abonnenten haben sich angesammelt über die letzten... Wie lange mache ich jetzt? Im April 7 Jahre, ne? Im April mache ich 7 Jahre Let's Plays. Und da sammeln sich halt so das eine oder andere an Abonnenten halt an. Und es gibt halt Abonnenten, die gucken halt eher das eine und das andere. Und ich mache halt sehr viel, in sehr vielen Kategorien. Keiner guckt halt alles. Ist halt so. Und viel ist halt durch WoW halt einfach zustande gekommen. Und deswegen... Ja, bleiben halt andere Let's Plays halt auf der Strecke, so was halt das Gucken angeht. Ist halt so. Wenn ich danach gehen würde, müsste ich halt nur WoW machen. Ne? Und das will ich halt auch persönlich einfach gar nicht. Ist halt so. Ich mache halt, wozu ich Lust habe. So, hallo. Einfach mal anschleichen. Einfach mal einen guten Tag sagen. Mary! I thought something bad happened to you. I'm so happy to see you. Please, help me. I found this in the carriage. I don't know who it is, but she looks just like me. Mhm. Der hat sich ganz sicher kein Abo gekauft. So ist es nicht. Na, ja, eben. Habe ich gar kein Interesse daran. Und hallo, Ossel. Und das liebe Mammut hatte sogar auf Alien Isolation Lust. Jupp. Abgeschobener Zwilling. Ja, so sieht's aus. Enough for today. I have what I need. No, please. I need to talk to my husband. Have mercy, my lord. No. Take the mirror to my residence. Ich bin nicht allein. Tonight, it all will be over. Oh, das ist aber ein netter Fifi, ne? Jetzt 1 gegen 1. Komm, ich hab ein Taschenmesser. Hier, verdau das. Ich will diese Kreatur nicht verletzen. Und der Wolf hat da bei mir wohl keine Skrupel. Vielleicht streicheln? Wieso, Wolf, lässt mir nicht passieren? You shall not pass. Hallo, kann ich mal deine Schaufel ausleihen? Sadness and depression all around. People aren't burying their dead. I need a drink. Okay. Das ist kein Wolf, das ist eine Wertpuschelratte. Ist möglich. Have you seen Janosik? Does he look well? I'm worried he's not taking his medicine. But you have your worries too. We have to help your niece. Tvardovsky summoned his wolf. It means the ritual is about to start. I can put the wolf to sleep, but I'll need ingredients. Bring me a few leaves of wormwood. You have to figure out how to get to the cemetery. Maybe the grave digger will help you. Here's the recipe you need. Oho, Schlafpulverrezept. Ja, zum Glück haben wir das ja nicht im Dingens gefunden. Was hältst du vom neuen Minecraft, welches bald rauskommt? Was für ein neues Minecraft? Es gibt kein neues Minecraft. Also falls Minecraft irgendwie einen neuen Patch kriegt, ist mir das relativ egal. Falls du dieses Spiel Hytale meinst, was irgendwie so ein bisschen an Minecraft angelehnt ist und so weiter. Es sieht interessant aus, aber halt mal gucken, was daraus wird. Ja. Es sieht sehr ambitioniert aus und ob das halt letztendlich halt so wird, wie es halt ist, dann mal gucken. Dann muss ich hier nochmal ein Rezept zusammenbauen, ja? Okay. Welcome to Luna Village. Are you new here? Come to contact someone who died. Your husband, perhaps. Remember, Tvardovsky won't let you do it for free. Aha. Okay. Was ist mit ihr hier?
denke, das ist die Tochter des Wirts, die ihm hilft. Ah, okay. Ein Spiegel! Ein Spiegel! Spiegel, sie sind überall. Achso, ich dachte, ich könnte irgendwie die Kasse anklicken. People come to my inn to forget their longing. Ich glaube nicht, dass ich in dein Gasthaus gehen kann und meine Sehnsucht vergessen kann. Was arbeitest du? Ein Beruf, den du nicht ausüben möchtest. Warte mal, ich zieh mal einen Beruf so. Ich bin Kaufhaus-Weihnachtsmann. Ja. Was hat Mammut eigentlich geraucht? Kein Döner? Du spielst freiwillig Wimmelbild? Ich weiß auch nicht, was da los ist. So. Was haben wir denn da? Eine Schlachterei. Sag ich doch, Metzgerei ist abgeschlossen. Okay. Na dann halt nicht. Was haben wir hier hinten? Guten Tag. Leave me alone, stranger. Entering the cemetery is forbidden, but I need to talk with my husband. Do not disturb me, please. Ach so. Das Symbol des slawischen Gottes Veles gehört hierhin. Ja, das habe ich leider nicht. The locals left these items for their loved ones. Für dich, mein Schatz. Trage es, wenn du wieder zurück bist. Okay. Für meine Schwester Martha, um sie warm zu halten. Ah, so ein Frostboiler, also. Okay. Was haben wir da? Der Friedhof ist gesperrt. Auf Befehl vom Meister Twardowski. Oh, im Fall größter Gefahr, der Schlüssel zu diesem Tor ist beim Totengräber. Okay. Was hältst du von Artikel 13? Erwartest du jetzt, dass ich da jetzt daherkomme und sage so, boah, das finde ich gut, das finde ich richtig gut, ja. Ich bin ganz stark dafür. Ich frage ja nur, was ist das? Ich kann dieses Brett entfernen, wenn ich die Nägel entferne. Schweizer Taschenmesser. Das ist kein gutes Schweizer Taschenmesser. Ich sage, da fehlt die Brezel. Nee, ja siehste. So, was soll ich jetzt hier? Es gibt einen Friedhof hinter den Zaun. Er sieht ziemlich sicher aus. Wie sieht denn eigentlich das Rezept aus? Wermutsblätter, Weihrauch und eine Rose. Und wir können ja nicht weiter zurück. Ach, jetzt ist die Schlachterei offen. Ah. Please, do not disturb me. It's hard enough to run this business since my husband has been gone. Okay. Hat doch da irgendwelche Kräuter. Will ich die nicht haben? Ich will das bestimmt eh alles haben. Da ist ein Spiegel. Den kann ich haben. Okay. So, aber sonst? Ah. Die hat doch bestimmt ganz tolle Kräuter, die ich alle haben will. Und Zeug. I'm not happy that my son works for Twardowski. But it's his decision and he's determined. There are circumstances. But enough of my worries. Have you collected all the ingredients to pacify the wolf? Mhm. Was haben wir hier für ein Buch? Was? So, das ist das, was wir schon kennen, ja? Okay. Bring me all the ingredients and help me prepare the sleeping powder. Okay. Also bei ihr kann ich nichts machen. Ich finde das auch schön, weißt du? Sie setzt sich einfach hier hin, in die Schanke und sagt so, boah, hier mache ich mich einmal breit mit meinen ganzen Kräutern. Weißt du, stinkt hier mit den ganzen Kräutern die ganze Bude zu. Ja, weil gerade sowas wie Rosmarin und sowas, ne, das kann ja doch schon mal die Bude irgendwie zustinken. Gut, Rosmarin geht noch. Aber, ne? Ja. Wo soll ich denn jetzt hin? Was wäre denn jetzt mein Tipp? Ja, der braucht was zu trinken. Außer der hat hier noch was anderes. Hello, newcomer. Maybe you can get me a drink from the inn? The innkeeper won't talk to me. If you help me with the drink, I can help you get to the cemetery. Deal? Mhm.
Neue Aufgabe, der Drink. Ja, das hat er mir aber vorher schon gesagt. Warum kriegt er das jetzt als Aufgabe? Welcome, Stranger. Yagna told me that you helped her. So I'll give you a drink in reward. But do you plan to give it to this lazy scoundrel, Gravedigger? He's not getting anything. Okay. Aber hast du vor, es ist diesen Halsabschneider, den Toten? Ja, so. Ja, es ist für ihn. Nein, ich will es für mich. Nö, nee, wir geben es ihm. I can help you, but you have to do something for me. I lost something precious below the podium in the middle of the village. If you bring it to me, I'll see what I can do for you. Okay. Gut. Du hast die erste moralische Entscheidung im Spiel getroffen. Na, ist ja toll. Spiel mal Paladins. Nein, spiele ich nicht. Ich bin nicht so der Online-Spieler. Überhaupt nicht. Unter dem Podium. Ja, wie soll ich jetzt da irgendwie was rauskriegen, wenn ich nichts habe, um das Zeug irgendwie rauszuholen? Ich kann natürlich das Medaillon verwenden. So wird das nichts. Oh, und WoW? Ja, das ist halt jetzt nichts. Ich spiele WoW jetzt auch nicht im PvP. Ja? Ist halt so. Was? Weißt du, klicke hier hin, mache erst das auf und dann den Wolf. Ja. So, wie kriege ich denn jetzt... Ach so. Wir kriegen eine Schraube. Mit dieser Schraube mache ich was? Ich hätte mich überrascht, wenn das funktionieren würde. Nee, mal ganz ehrlich, was soll ich denn jetzt mit der Schraube tun? Warum? Ach, jetzt kann ich hier hin, das konnte ich nämlich vorher nicht. Vorher war das Mädel hier nicht. Ich bin solche Art der Wimmelbilder nicht gewohnt. So, Zange. Schraube, Zange. So. Notbedürftig. Funktioniert bestimmt ganz gut. So. Dann haben wir da drin eine Brosche. Zeug. Ich brauche etwas Hakenförmiges, um den Schlüssel zu entfernen. Ja, zum Glück, dass beim Schweizer Taschenmesser ja nichts irgendwie in der Art vorhanden ist. Okay. Dann geben wir erstmal die schmutzige Brosche ab. Da, dreckige Brosche. This brooch you found. I bought it for my wife. But we're not allowed to go to the cemetery. Before the quarantine, I prepared a place for it there. Can you take it there and give it to her? Tell her it's a gift from me. And can you bring back something from her? Maybe a bow she used to wear in her hair? I miss her so much. Ja, okay. Here's the drink. You're welcome. Ja, vielen Dank. Wurde auch Zeit. So, den Drink geben wir jetzt hier dem Totengräber. Da, verdau das. Oh, a drink. You did it. Thank you. Here's your reward. Ah, den Schlüssel zum Friedhof. Na dann. Dann mal rein in die gute Stube. No one can escape death. Yet we all desire our dearest could escape it. Our master, Twardovsky,
had known the feeling of loss of the dearest person. He wanted to spare others from it. He promised the villagers he will bring back souls of their beloved. For a small price, the villagers can see and talk to their lost ones. Doch kostet einen ja nur selbst die Seele. Now, they live inside mirrors. But soon the master will bring them back. Ja, ist halt kacke, wenn man die Liebste nicht sehen kann, ne? Da macht man halt schon so komische Dinge. Ja. Was haben wir da? Das muss die Frau des Gastwirts sein. Ich muss die Brosche hier ablegen. Wo? Ach da. Nein. So wird das nichts. Das Wachs fließt aus dieser brennenden Kerze. Ich muss sie stoppen. Ja, unbedingt muss sie das. Wo soll ich das Ding ablegen, wenn es die Brosche ist? Hallo? Was haben wir hier? Das Schloss ist viel zu verrostet, aber ich wette, es gibt einen Weg, um es zu öffnen. Gewalt ist immer eine Lösung und so. Okay, dann nicht. Ist das eine Puppe dort oben? Was kann ich tun, um sie zu erreichen? Such dir irgendwo einen Stein, stell dich drauf. The woman here looks exactly like Jenny, and the girl from the locket. Strange. Mhm. Ich kann... Was? Die Maus ist hungrig. Oh. Die arme Maus. Denk doch mal einer an die Maus. So, wie viel brauche ich noch? Wie kriege ich denn die Maus da weg? Die Körner will sie ja nicht haben. Das ist ein guter Platz für eine Kerze. Ach so. Die Körner kann ich ihr nicht geben, den Käfer auch nicht. Sie guckt so putzig. Ach, da ist eine Nuss. Da, nimm das. Meine Maus wird per USB ernährt. Ich liebe Gammelsonntag mit Mammut. So schön entspannt. Echt, bin ich so entspannt. Ich weiß ja nicht. Wird die Brosche denn nicht größer, wenn du es einsetzen kannst? Gute Frage. Tatsächlich. Also, nein. Also ja, sie wird größer, aber ich kann sie hier nicht einsetzen. Weißt du? Geht nicht. Also ich denke mal, es muss hier in das Dingens rein, aber dazu muss halt erstmal das Wachs dort entfernt werden. Und das muss ich dann halt, indem ich da das Loch erstmal stopfe. Löcher sind zum Stopfen da. Was ist das? Eine Stange. Was für ein eigenartiges Schloss, aber natürlich ist es abgeschlossen. Ja. Wie, du gehst Kekse backen. Wie, du bist wieder da, mehr oder weniger. So. Komm ich an die Puppe mit der Stange. Die Puppe wird aufgespießt. Das war's, Puppe ist tot. Was ich auch immer ich damit mache. Ich kann etwas mit der Puppe tun. Ah, sie ausziehen. Natürlich. Ah, oh. Topmodel. Puppen-Edition.
Oh, wird das nichts. Oh, vielleicht kann ich hier das rostige Dingens hier mit dem Dingens. Nein. Vielleicht kann ich das andere Schloss hinten mit dem Dingens. Das wird nicht funktionieren. Falls sie geschrien hat, ich habe nichts mitbekommen. Wie nichts mitbekommen? Kannst du nur. Wir haben uns die Seele aus dem Hals geschrien. So. Das kann dahin. Und jetzt? Wir haben hier das abgeschlossene Schloss. Wir haben hier etwas, was ich nicht stopfen kann. Das muss ich sowieso halt befüllen mit irgendwas. Und hier, das geht auch nichts. Nix. Ja, nix geht da. Was sagt denn der Tipp? Ich soll zurück. Weil... Kann ich jetzt hier das hier machen? Ja, das geht. Ja, wenn das mal nicht der Schlüssel ist für die Tür da hinten. Du lügst doch. Nein, das will ich niemals tun. Oh Gott. Verbinde gleiche Symbole mit einer ununterbrochenen Linie. Bitte was? Ich glaube, das ist so richtig. Und denselben Scheiß nochmal. Jetzt wird's komplizierter. Weil ich kann die ja nicht übereinander legen. Das geht. Allein das hier wird ja schon problematisch. Oder halt auch den gelben da irgendwie hinzukriegen. Gut, das geht. Und das hier. Im Weißen und im Roten jetzt hier irgendwie auseinander zu kriegen. Ja. Das geht auch. So. Schrägringe rüber ging tatsächlich nicht. So, jedenfalls kommen wir jetzt in die Kapelle. In der Kapelle pelle ich mir irgendwie irgendwas ab. Ein Ei. Oder so. Da ist ein leerer Raum unter den Brettern. Ja, dann hau weg. Hau weg die Kacke. Da sind irgendwie komische Runen. Ah, okay. The dead body of a girl. Is it Jenny's look-alike? Keine Ahnung, sie hat auch einen Herzchenanhänger. Nehmen wir mit. Hier. Was happy once. But then, he kidnapped me. The wizard. He was mad after his wife's death. So he used me in his awful experiment. But I could not forget about my love. And resisted. I was weak, but you can defeat him. Take this.
it can help you. It's dangerous to go alone. Take this. Wie, deine neue Frau? Was? Habe ich überhaupt eine Frau? Dann kann ich mit ihr Don't reden? Don't take this locket from me. Having it will free my soul. Okay. Walters Medaillon, geh und genieße die Freiheit. Du hast bereits genug gelitten, oder? Ich brauche dieses Medaillon als Beweis gegen Twardowski. Wenn ich ihn besiege, wirst du frei sein. Ja, hier, behalt den Scheiß. Thank you. Take this. May it bring you luck in your endeavor. Beziehst du eigentlich immer noch Harz? Ich habe noch nie Harz bezogen. Mein ganzes Leben lang. Ich war nicht einen Tag arbeitslos. So. Ein Wimmelbild. Was sollen wir denn hier? Wir sollen hier jede Menge Zeug finden. Wie zum Beispiel den Vogel da. Ist da so ein Sonnensymbol drauf, da, dann kann ich nämlich da irgendwas rausholen. Brauchen wir da so eine komische Kette, dann brauchen wir das Ding da. Dann gibt es hier so einen komischen Kringelgedöns, was wir brauchen. Das Ding brauchen wir. Wir brauchen irgendwo den Goldring hier. Den Schädel kann ich bestimmt auch machen, da ist auch was ganz Tolles drin. Wuppti-dudi-dum. Dann brauchen wir einen Dingens da hinten und noch so einen komischen Goldtrichter. Der da ist... Wo? Ab wo? Gibt es nicht. Das Spiel ist verbuggt, es gibt das Ding nicht. War schon eine Spinne im Wimmelbild? Nein, zum Glück nicht. Wo ist diese komische Trichter-Dingens? Hinter den Rosen versteckt. Klick, 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 klick. Beim Schädel. Ach, da! Ah, und wir kriegen einen Kerzenlöscher. Was freue ich mir. Das habe ich ja jetzt gebraucht. Toll. Ich glaube, ich kann den Weihrauch abnehmen, wenn ich den Nagel entferne. Mit unserer provisorischen Zange geht das. Ja, lass einfach fallen, ja! Okay. Keine Spinnen? Okay, jetzt reicht's. Ich bin weg. Tschüss, Misato. Die alten slawischen Götter wachen über diese Kapelle. Wir geben dir unsere Toten, die wir geliebt haben, als sie noch lebten. Boah. Das ist ja toll, das ist ein Spiegel, den wir brauchen. Nochmal Geschenke von den Dorfbewohnern, Blumen, Lebensmittel, persönliche Gegenstände. Uftido. Sonst ist hier nichts, ne? Ne. So, hiermit kann ich vielleicht das hier machen, ne? Okay. Mit der Kelle kriege ich vielleicht den Wachs weg. Ja, so hätte ich das auch gemacht. Nein. Jetzt kann da das Ding rein. Und wir kriegen eine Schleife. Uhu. Warum? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Weihrauch zusammen. Und damit können wir jetzt... Wem wollen wir das geben? Ich glaube, der Ollen, ne? Die Olle kriegt immer das Zeug. Now help me and put the rest of the ingredients in the cauldron. Ready? Bring me a bunch of lavender to give it a nice smell. Bring mir zwei Bündel Lavendel. Eklige Pflanze. Eklige Pflanze. Ihr geht einer beim Licht ausmachen ab. Nein. Äußerst unwahrscheinlich. Zwei Bündel Lavendel. Einmal. Da. Das Zeug stinkt wie Hulle.
and some chamomile for a calming effect. Na gut, dass ich auch weiß, wie die Dinger aussehen. Smash the poppy seed nicely and then let it boil. Wo sind die denn? Da ist so was. Wie viel brauchen wir davon? Drei. Ha. Und da ist sowas nicht drin. Was hat die überhaupt für eine Ordnung, weißt du? Überall ist irgendeine Kacke verteilt. Überall. Nicht irgendwie alles irgendwie mal auf einen Haufen. Nein, da liegt überall irgendwas. Ja, Lavendel sieht hübsch aus, aber das stinkt wie Hulle. Ja, das ist das Einzige, was ich mit Spinnen gemein habe. Okay, eins von den wenigen Dingen, die ich mit Spinnen gemein habe. Ja, eine ist davon, wir warten in der Ecke, bis das Essen kommt. Ja, wir warten auf unseren Lieferdienst. Ja, und die andere Dinge, die wir gemeinsam haben, wir mögen kein Lavendel. Ja. Widerliches Zeug. Da. Toadstools will help to give it the proper blow. Oh ja, Fliegenpilz. Mh, lecker. Da ist auch einer. Add chili peppers to mask the bitterness. Ich sehe da keine Kacke. Alles Kacke. Wie? Systematisches Chaos. Ja, 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 ja. Gibt ja auch gleich ein systematisches Chaos. Three drops of valerian will put the wolf to rest. Everything is in the cauldron. Now I have to make a spell. Power of sleep. Power of calm. Into the powder and reverse the charm. Here's the sleeping powder. Add it to the meat and feed it to the wolf. This will put him to sleep. Okay. So, das heißt, wir holen uns jetzt noch ein Stückchen Fleisch. Ja, ich brauche Fleisch. I miss my husband so much. If I had something to remind me of him, it'd be easier for me. Ich habe hier ein Taschentuch. I miss my husband so much. Ich habe eine Schleife. If I had something to remind me of him, it'd be easier. Ach, kannst du nicht auch mal hier reinschnuppern? I miss my husband so much. If I had something to remind me of him, it'd be easier for me. Okay. Also dir das einfach entgegenschmeißen ist nicht, ne? Mm. Okay. Was tue ich denn jetzt? Schleife auf Schloss funktioniert nicht. Ich komme gleich. Vielen Dank für die Information. Ach so, du kommst wieder. Ach so. Hm. Ist hier irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nee. Nee. Also einfach nur nee. Ja, jetzt habe ich rausgeklickt. Na, ganz toll. Aha. Das Haus sieht jetzt, wo ich das Feuer sehen kann, ein wenig gemütlich. Entschuldigung, ein wenig gemütlicher aus. Ja, so ein Stück Fleisch. Bring me the bow my wife used to wear in her hair. Ah. Sag das doch. That's her bow. So good to see it again. You'll need red meat from the butcher. Maybe you can bring her something from the cemetery too. Help yourself to my merchandise. Maybe something here will help you. Da wartet er also so lange, bis du fertig bist. Das ist aber ein netter böser Wolf. Ja, das ist ein richtig netter böser Wolf. Ja? Mammut am Tresen. Ich wusste doch, dass er als Barkeeper arbeitet. Ja, ganz genau. Ja. So sieht's aus. Ich bin Barkeeper. Da haben wir einen von den komischen Trollkarten. Also, dieses Dorf ist nicht auf meiner Karte. Ich habe es eigentlich noch nie auf einer Karte in dieser Gegend gesehen. So, was ist das? Öl.
brauchen wir dafür? Ich weiß nicht genau für was, aber packen wir mal mit drauf. Das ist ein Erinnerungsstück ihres Mannes oder so. Ich hab keine Ahnung. Thank you for your help. I hope you will succeed. Okay. Zauf, zauf, zauf. What? Also ich finde den Artstyle gar nicht so schrecklich. Hab schon echt Schlimmeres gesehen. Ja, ich auch. Ah, lecker, Wasser. Trinket, hab ich doch grad. Ach, die Animation. Ja, nee. Also für ein Wimmelbild sind das schon gute Animationen. Muss man wirklich sagen. So, was soll ich denn jetzt mit einem Tuch? Ah. Oh. Tuchöl. Ja, genau das wird den Rost entfernen. Okay. Hier ist ein Bild. Habe das gefunden. Du hast gesagt, dass du deinen Mann vermisst. Wird dir das helfen? Gebe dir dieses Bild. Oh, ich möchte etwas entgegen. Na, hier ist ein Bild. Oh, it's him. It's so good to see this picture again. Here you are. You may need some meat. So this is for you. Nächste. Krieg aus Roman Fleisch. Mammut, der Schluckspecht. Was? Trinken, saufen, oh, weg den Scheiß. Bin doch dabei. Aber diese Frau hier mit dem Fleisch schaut creepy aus. Nein. Nein, nein. Und Wimmelbilder haben oft miese Animationen. Das Problem ist, dass die oft versuchen, durch komische Kurven einen Pseudo-3D-Effekt zu machen. Was dann aber oft einfach komisch aussieht. Ja. Bimmelbild halt. Was willst du erwarten? Hier, verdau das! Und der wurde kleiner. Ist das so, dass man dann kleiner wird, wenn man schläft? Gut, Wolf. Du hast den Wolf zum Schlafen gebracht. Oh, das ist ja toll. This house looks really damaged. Has Twardowski done it? It doesn't look like a natural disaster. Das sieht nicht nur beschädigt aus, das sieht auch so aus, als hätte jemand hier ordentlich Flatulenzen gehabt. Deswegen die Dilemmaus. Ich muss das aushängen, um die Tür zu öffnen. Das klappt ja sogar. Ich kann das mit meinem Messer nicht abbekommen. Die Klinge ist zu kurz, willst du mich verarschen? Okay. Liebe Frau, wir werden uns treffen, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Das sage ich auch immer. Was ist ein Tuch? It's Jenny's scarf. She wanted me to follow her this way. Schaut mal gut hin, liebe Kinder. Das passiert, wenn man versucht, Fürze anzuzünden. Du hast den Wuffi getötet? Nein, eingeschläfert. Ja? Ist so. Die Frau, die das Zeug zusammenmischt, war gruselig. Jo. Da haben wir eine tolle Karte und ein Hufeisen. Ui. Hier kann ich Wasser holen. Frage ist, will man das? Wenn ich den Fluss überqueren will, muss ich eine Brücke bauen. Nein. Nein, Brücke bauen, wofür denn? Mit einem Hufeisen. Na, so wird das nichts. This house looks really damaged. Ja, ja. Has Twardowski ein Tor. What are you doing here, human? Go away or master will be mad. Du bist ein Mammut, einfach mit den Hintern aufdrücken. Ja. Das würde ich auch tun. Aber ich darf nicht. Hey, cool, ich habe Bretter, ich kann eine Brücke bauen. Da ist etwas unter der Plane und den Ketten, aber die Ketten, was? Sind wirklich solide und schwer. Mit dem Messer. Wir konnten auch einen Ast durchschneiden. Okay. Können wir jetzt tatsächlich mit den paar Brettern jetzt eine Brücke bauen? Ach, der Vogel schon wieder. Jetzt weiß ich auch, warum ich da hin will.
Seht ihr das, wie der Stein hier so am Wabern ist, so von links nach rechts? Was soll denn das für ein komischer Effekt sein? Tatsächlich, ich habe eine Brücke gebaut. Also eigentlich habe ich zwei Bretter hingelegt, aber ich habe eine Brücke gebaut. Oh, ja, das ist ja doof gelaufen. Am Schal kann ich mich auch nicht festbinden, okay. Lianen. So mit dem Schal. Mit dem Hufeisen. In Stücke schneiden. Mit dem Tuch. Wenn ich dorthin aufklettern will, muss ich einen richtigen Kletterhaken haben. Und das klappt nicht so. Not macht erfinderisch, hallo? Ja, ja. Ja. Ist hier noch irgendwas? Nee. This house looks really damaged. Has Twardowski done it? Nee, das kann ich da auch nicht benutzen. Den Schal, nö. Monogramm ist auch uninteressant für das Loch, okay. Kann ich euch einen Schal anbieten? What are you doing here, human? Go away or master will be mad. Mhm. Die Klippe, wo die Elster hingeflogen ist. Ich muss irgendwie dorthin gelangen. Muss er das. Weißt du, da ist halt auch so ein Plus-Symbol dran hier unten an der Leiste. Normalerweise, wenn ich halt nichts habe, um das damit zu verbinden, dann ist da halt auch so ein rotes Symbol dran, ne? Ach so. Ah. Ich habe etwas mit dem Seil gemacht. Ich habe da eine Schlinge umgedreht. Was mache ich jetzt damit? Ich kann damit ja nichts mehr kombinieren. Ah. Wie hat das jetzt gerade funktioniert? Was ist denn das? Schrott. Ich könnte hier einen Haken herstellen. Aber ich nehme erstmal eine Säge mit. Das sieht aus wie ein Behälter für kaltes Wasser. Das ist ein Spiegel. Das ist eine Karte. Ich denke, dass sie die Besitzer dieses Hauses waren. Was ist hier passiert? Wer hat das Haus zerstört? Und wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der Blasebalg ist beschädigt. Ich hoffe, ich kann ihn mit Flicken reparieren. Ich könnte ja einige Dinge aus Eisen einschmelzen. Ja, dann macht das doch. Da liegt ja genug Eisenschrott auch rum. Oder lag zumindest. Hier ein Hufeisen einfach mal einsetzen. Rein zufällig passt das. Rein zufällig können wir erst jetzt das Ding öffnen. Ich fühle mich schwächer und schwächer. Ich weiß, dass mich die Krankheit bald holen wird. Aber ich möchte nicht wie die anderen Bewohner des Dorfes enden. Eingesperrt in Spiegeln. Nicht tot und nicht lebendig. Das ist einfach falsch. Ganz falsch. Ich bin so glücklich, Robert an meiner Seite zu haben. Er hat genug Mut, um das zu verhindern und Nein zum Meister zu sagen. Hat er das? Hey, cool, ein Pinsel. Klebstoff. Ah, ja. Mhm. Nein. Nein. Jetzt kann ich den Flicken anbringen. Ich habe keinen Flicken. Ich habe eine Schmiedezange hier. Greifer. Meinetwegen auch das. Ah,
Geil, dann steck mal den Pinsel mit Fettklebestoff dran in deine Tasche. So, mal normal, ne? Mach ich immer. Sonst hier noch irgendwas? Ich kann natürlich jetzt höchstwahrscheinlich mit der tollen Laubsäge Eisenketten zerschneiden. Natürlich. Nichts leichter als das. Plan ist zu dick, um sie mit bloßen Händen abzureißen. Ja, leider hattest du ja gerade eine Säge. Da haben wir unser Flicken oder was? Jo, und eine Holzkiste. Das kriegen die komischen Goblins da gar nicht mit. Ich habe Messer und Gabel und endlich eine Flasche. Hammer. Planen teilen. Ich kann daraus einen Flicken erstellen. Eigentlich ist der Flicken schon hergestellt. Du entnimmst ihn einfach nur, aber gut. Halt, warte. Ein Spiegel. Und ich dachte, es wäre nur wichtig, nie ohne Handtuch aus dem Haus zu gehen. Tja, nicht denken. So, der Flicken kommt jetzt einfach drauf. Und das hält bestimmt wieder eins. So, ich habe Feuer gemacht. So, das einschmelzen. Den Topf mitnehmen. Einfach in meine Tasche stecken. Das ist gar nicht schlimm. So, nehmen wir das hier. Boah, das ist ja schon da drin. Das ist gegossen. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz hier hin. Holen uns ein bisschen Wasser. Gluck, 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 gluck. Das ist natürlich auch genügend, dass wir damit hier das ganze Gussbecken hier irgendwie befüllen können. So. Mit dem Greifer das Ding greifen und immer da rein. Instant abgekühlt. So. Haken und Schal vielleicht. Nein, so wird das nichts. Das und das? Nein, so wird das nichts. Das und das? Nein, so wird das nichts. Das und Seil? Ja, so wird das was. So. So, damit gehen wir hin. Werfen das Seil hoch. Klappt wieder eins. Wow. Und schon haben wir oben ein Wimmelbild. Wir brauchen jede Menge Zeug, aus dem wir irgendwas herstellen. Was genau, weiß ich selber nicht. In dem Ei hat sie auch hier so ein Goldflügel gebärt. Wer macht sowas nicht persönlich? Ja, also ich eigentlich eher weniger. Ich gebäre grundsätzlich eher gar nichts. So. Da ist ein komischer Vogel. Kann ich auch nichts mehr machen. Das glitzert hier, ne? Aber das ist irritierend. Lass mich raten, ich krieg eine Parfümflasche oder so. Ich hab keine Ahnung. Da ist so ein Ding, das. Das ist doch von mir. Boah, das geht eigentlich. Da ist so ein Ding. Da ist so ein Ding. So relativ groß. Das ist das andere Ding. Das ist das und dann noch diese einen komischen Flügelding jetzt hier. Da ist genau wo ist. Sei sie biologisch abbaubar ist. Ja. Unten rechts in der Steinspalte. Das hier. Etwas steckt da drin. Ja, ist richtig. Aber kann ich nichts mehr machen. Außerdem ist das hier lila. Das hier ist grün, was ich brauche. Oder türkis, blau. Irgendwie so. Kann ja auch nichts nehmen, um das irgendwie auseinander zu spalten, ne? Hinter das Nest. Welches hinter? Also es soll wahrscheinlich halt hier das sein. Aber wie soll ich das entfernen? Wo etwas Grünes ist.
Was sagt der Tipp? Ach, das Ding. Habe ich schon 5000 Mal angeklickt. Jetzt wurde aber auch das unten hier anders farblich angezeigt. Muss ich nicht verstehen, ne? Wir haben auf jeden Fall eine Juwelenbrosche. Was will ich hier denn jetzt mit einer Juwelenbrosche? What are you doing here, human? Go away, old master. Take it easy. So. Arbeit ist verbracht. When Twardowski met his beloved, she became the meaning of his life. Mhm. Her unexpected illness brought fear to his heart. Schmetterding. Doctors couldn't. Radovsky wanted to find the cure with magic, not knowing that time was short. So komisch blau sind unten immer die Teile, mit denen du das Item machst, das du am Ende bekommst. Oh, ich habe nie darauf geachtet. Ich habe wirklich nie darauf geachtet. He could not stop the inevitable. At her grave, he found a new meaning of life. Vogel. He swore he would bring her back, no matter the cost. Mhm. Okay, da können wir jetzt noch rein. Intruder, this will teach you not to sneak around. Where am I? I can't move. It looks like the cave where Janosik lives. He tied me up and imprisoned me here. I have to get out. Ja, doof, dass du jetzt dein Taschenmesser nicht mehr hast. Okay, aber wir sind natürlich zusammengebunden, können aber dennoch halt hier noch ein Wimmelbild lösen. Das ist gar kein Problem. So, wir brauchen ein Apfelgriebsch. Ist das hier so ein Apfelreibe-Gedöns-Dingens des Todes? Ein Kerzenhalter, ein Einmachglas, ein Armband, ein Kamm, ein Pistole, Puppe, Teller, Brief, Gabel, Krug. Ein Brief. Ja, okay, brauchen wir erst einen Zettel. Dann, eine Puppe haben wir hier. Gabel haben wir bestimmt auch. Was ist das? Was ist denn das? Das muss da rein. Für den Kamm. So, dann haben wir hier so ein Ding. Eine Pistole, die brauchen wir sogar. Ein Teller. Da ist der Zettel. So. Dann haben wir hier was zu essen. Apfelgriebsch, okay. Kenne ich nicht. Dann Teller, Krug. Ist das ein Krug? Nein. Das war das Eimachglas. Ist aber ein bisschen kaputt. Da ist noch ein Kerzenhalter. Das hier ist keine Ahnung was. Ein Eimer. Ein Korb. Gabel, Krug, Teller. Halbes Besteck. Da ist eine Gabel. Eine ganz komische Gabel. Da ist ein Krug. Als Bruchform. Okay. Ein Teller. Da. Das ist ein abgefressener Apfel. Dafür gibt es auch 5000 Namen. 50, irgendwie so. Die Schärfe ist zu scharf, um sie in der bloßen Hand zu halten. Ich könnte mich schneiden. Dann packst du doch einfach ins Inventar. Oder mach das drum. Ach, das ist keine gute Idee. Das ist aber gut. Okay. Ich bin gefesselt und kann mich nicht bewegen. Ah, okay, deswegen. Trotzdem eine doofe Idee. Das hat mir Legend of Quandia beigebracht. Das ist aber auch ewig. Meinst du, ich kann mich da überhaupt noch dran entsinnen? Nein, kann ich nicht. Dieser kleine Kerl sieht hungrig aus. Wie sämtliche Tiere in diesem Spiel. Wir kriegen eine Stange. Stock. Ja, mein Finger.
kann dieses Tor nur öffnen, wenn ich den Schlüssel finde. Der liegt da. Hm. Komm ich mit dem Stock da ran? Nein, komme ich nicht. Da ist ein Spiegel. Möchtest du eine leckere Glasscheibe essen? Nein, möchtest du nicht. Den Käse. Ach, da komme ich ran. Dann kannst du auch den Käse schmökern. So. Wir kriegen das kaputte Ding. Kaputte Hacke ist kaputt. Sollte einen neuen Griff anbringen. Ja, hier ist ein Stock. Die paar Zentimeter werden es jetzt bringen. Ah. Das war auch genau das, was ich vorhatte. Randale. Das kriegt natürlich jemand mit. Ich glaube, da will man für sich allein sein. It was Janosik. He looks sick. I should follow him. Mhm. Ein interessantes Schloss. Ich frage mich, wo der fehlende Zylinder sein könnte. Nicht hier. So, eine Kiste. Muss es irgendwie öffnen. Zumindest sagt er nicht, muss ich meine Schlüssel öffnen. Ist irgendwie, das kriegen wir schon hin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles einsammle. Haarnadel. Was war das? Ach so, das ist dasselbe in Grün, okay. Okay. Och, jetzt wollte ich auf dem Bett gucken. Ist das ein Bett? Ich habe keine Ahnung. So, mit der Haarnadel. Kann ich doch jetzt bestimmt hier. Ja, natürlich. Der Klassiker. Hat James Bond uns beigebracht. Janosik hat ein Kind? Sie scheinen glücklich zu sein. Das ist ja doof. Glückliche Menschen. Nee. Kommen wir da hin? Wenn jeder glücklich wäre. Nee, das geht gar nicht. Janosik was once a peaceful shepherd and a loving son. He worked hard and helped his mother whenever he could. Mhm. Was soll ich jetzt hier? Achso, ah. Okay. So. Okay. His wife died when his daughter was born. So he poured all his love into raising the little girl. He promised to protect her from harm. They led a happy and joyful life. He invented new games for her. Games of secrets, hiding places, and adventures. Mm-hmm. Und hier. Wir kriegen einen Schraubenzieher und ein Bild für Lilly zu ihrem 5. Geburtstag. Na gut, das Bild kriegen wir nicht, aber das, was dahinter ist. Ein Skulpturteil. Da, das ist ja toll. So, bevor wir hier weitermachen, mache ich einmal ganz kurz eine kleine Pause. Hol mir mal einen Energy Drink oder so, weil sonst schlafe ich hier gleich rein. Ne? So, wir sehen uns gleich. Haltet die Ohren steif. Bis gleich.
So, da bin ich auch schon wieder. So ein Wimmelbild, das geht halt schon mal so ein bisschen so an die Substanz. Ja, da braucht man halt, ne, wie Inix auch schon sagt, ne, ein bisschen Gehirnerfrischung. Weil wegen Wimmelbilder machen mich immer wieder fertig. So, wo waren wir hier? Was wollen wir hier? Wer ist Paul? Wir sind hier in dem Raum. Ne, Moment, wir waren hier die ganze Zeit. Warum spielen wir eigentlich immer noch Smash? Tun wir gar nicht. Ist auf Twitch eigentlich umgestellt. Wimmelbildspiele sind halt... Ja. Ich kann es schaffen, die Tür zu öffnen, wenn ich die Abdeckung abschraube. Ja, dann mach doch. Geil. Richtige Handwerkerin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ja, so funktioniert das ganz bestimmt. Ja, dann gehen wir mal ins Labyrinth. Verlasse die Höhle, habe ich gemacht. So, was für eine seltsame Skulptur. Kann es sein, dass ein Teil fehlt? Nein, äußerst unwahrscheinlich. Da. Was ist das da? So, habe ich ein Auge? Okay. Oh ja, letztes Zeichen. Eine weitere Zeichnung. Das letzte Zeichen. Aber wird es mir helfen, den Weg durch das Labyrinth zu finden? Äußerst unwahrscheinlich. Äußerst unwahrscheinlich. Bei mir steht immer noch Sonic. Lass ich so. Okay, ist umgestellt. Jo, sehr schön. Okay. Was ist das? Hallo? Das Zeichen. Ein Pferd. Es ist ein Pferd. Da ist ein Mannequin. Da. Eine Schriftrolle. Achso, das ist das. Ah, okay. Und da ist doch... Ah. Diese komische Banderole, die wir brauchen hier für das Ding. Achso, ja, natürlich. Das da oben brauche ich nicht. Zu Großmutters Hütte. Unser Code. Pferd, Sonne, Schmetterding. Okay. Also Pferd. Sonne. Hier kommt die Sonne. Schmetterding. I know you helped to defeat my wolf. Stay out of my affairs, woman. I will not. I'm not afraid of you anymore. You should be. You should learn not to interfere with a master's affairs. You! I've locked you up. You're a nuisance. Oh no. Another attack of his sickness. Please help us. Muss ich jetzt hier kranke Herzen deep down, he is a good man. He has just been tricked by Twardowski. Help me prepare an elixir for him, please. You will find all you need in my notes inside the hut. Please, hurry. Okay. Wir kriegen von ihr ein Ding. Was ist das? Das muss Janosiks Tochter Lilly sein. Ah ja. Erinnerungsstücke an Janosiks verstorbene Tochter. Einige von ihnen fehlen. Ich sollte mich nach Spielzeug umsehen. Was geht mich das an, ob da irgendwas fehlt? Ich frage ja nur. Mein Paddel. Wie komme ich da heran? Ich weiß auch nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Rudersymbol. Oh, das ist ja toll. Da, ich kann mich verbrennen. Da ist so ein Garn, das braucht aber keiner. Kessel kann hier platziert werden? Ja, der Dampf ist so heiß. Ich kann hier nicht... Es ist der Dampf, der heiß ist. Das Ding hat einen Henkel. Greifen, hinstellen. Ist das denn so schwer? Oh.
Also, nee. Wie, wieder da? Hallo? Ich bin auch wieder da. So, was haben wir hier auf dem Tisch? Ich muss zuerst das Rezept lesen. Ja, das schwaches Herz. Amount of ingredients, this elixir can cause paralysis for a few hours. Janosik wouldn't interfere then. Okay. Ich kann hier ein Elixier zubereiten, aber zuerst muss ich alle Zutaten einsammeln. Wie, warst du weg? Ja, ich war weg. Brauchte hier Gehirnflüssigkeit, damit ich überhaupt nicht einschlafe hier. Ja. Mammut geht im Real Life auch immer zu fremden Leuten in die Wohnung und guckt, wo was fehlt. Wo weißt du das? Ein Familienwohnung. Es ist Jagna und ihr Sohn und ihre Enkelin. Die sehen so glücklich aus. Ist ja auch gezeichnet. Ein Bimmelbild. Yay. Yeah. Das und Schmetterling, das brauchen wir schon mal. Dann brauchen wir, glaube ich, das Ding. Nein, brauchen wir diesmal nicht. Hier ist was drin, was wir brauchen. Da haben wir Apples, die müssen da weg. Dann kann ich irgendwas mit den Nüssen machen. Da ist das Herz. Das und... Das ist doch... Genau. Ich muss schon sagen, das ist doch das Ding, das ich suche. Sonst kann ich hier keine Gläser öffnen oder sowas. Das ist ein Traumfänger. Das ist ja ganz toll. Dann zerschmeißt er da die Krüge. Wenn das Zelda wäre, auf jeden Fall. Vasen, sag ich dir. Die Geister der Menschen. Da ist die komische Glühbirne. Da liegt ein Ring. Oh, den brauche ich nicht, ne? Nee. Brauchen dieses komische Ding, die Fische. Zeug. Da ist das eine komische Ding. Das sind alles komische Dinge, ne? Hören bitte funktioniert. Ist das irgendwas, was wir brauchen? Nein. Da ist ein Fisch. Das ist ein Teil. Da ist das eine Teil und jetzt noch das eine. Oh, das andere. Ah ne, da ist es. Wir kriegen eine Flasche. Wupptidu. Nicht mit Absicht, aber er benimmt sich wie ein Mammut im Porzellan dran. Was? Die Haare bleiben überall hängen und reißen alles mit. Yep. Deshalb ist der Bart so lang. Die werden langgezogen, wenn er hängen bleibt. Dann bleibt er noch öfter hängen. Ich bleibe also hängen. Okay. Mammut, das tu vielleicht mit dem Kessel? Nein. Hallo? Hey, tun wir nochmal. Na, Flasche. So. Ist da noch irgendwas? Da ist ein Spiegel. Wir haben schon fast die Hälfte der ganzen Spiegel gefunden. Ist das nicht toll? So. Wir gehen mal weiter, ne? Guck mal, da ist ein Biber. Der Biber lässt mich nicht in die Nähe des Harzes. Vielleicht kann ich ihn wegjagen. Ja, vielleicht mit der Angel, die daneben liegt. Kaputte Angelrute. Toll. Willst du vielleicht ein Brudersymbol zum Knabbern? Nein, will er nicht. Oh, ein Biber. Was ist das? Ein rostiges Windenrad und ein Angelhaken. Ah, okay, das muss vielleicht da rein. Boah, das passt doch. Das Rad ist zu verrostet, um sich zu bewegen. Ja, leider haben wir das Öltuch nicht mehr. Das ist ja doof. Schade. Hätte ich das mal behalten.
So, das Boot kann durch den Seilmechanismus bewegt werden, aber das Seil liegt tief im Wasser. Ich glaube nicht, dass das durch den Seilmechanismus bewegt werden kann, denn hier ist ein kaputtes Seil. Da ist ein so ein Dingens. Aber noch das andere. Okay, haben wir denn noch eine andere Richtung lang gehen können? Der Wald ist alt und undurchdringlich. Nur weil es alt ist, heißt es nicht, dass es undurchdringlich ist. Okay. Da brauche ich tatsächlich erst die Angelschnur. Wie Mammutshaare. Was? Schön, dass sich der Herzanfall auch Zeit lässt, bis das Gegenmittel fertig ist. Was für ein netter Herzanfall. Und das ist wie Mammutshaare? Oder meinst du, das Seil ist wie meine Haare? Alt und undurchdringlich. Wo willst du das denn wissen? Komm ich hier denn irgendwo hoch? Wie komme ich da heran? Ja, indem du danach greifst. Soll also hier drinnen noch was geben. Was soll es denn hier drinnen noch geben? Ah. Nee, doch. Oh. Irgendwie den Teekessel, weißt du, irgendwie umstellen. Das wäre ja toll. Und hiervon kann ich halt auch nichts mitnehmen, ne? If I change the amount of ingredients, ja. This elixir can cause paralysis for a few hours. Ja. Janosik wouldn't interfere. Erzähl mir bloß mehr davon. Okay, das ist wieder das Ding, wo wir die zweite Hälfte von brauchen. Was sollen wir denn hier? Beim Bild? Oh. Du hast die Hälfte aller Koboldkarten gefunden. Soll ich noch irgendwas tun? Wir haben einen Lappen. Achso, mit dem Lappen kann ich jetzt den Teekessel umstellen, ja? Ernsthaft? Was für ein Waschweib. Ach, eine Induktionsplatte. Ach nee, doch nicht. Ich finde, er wirkt schon ein wenig genervt. Meinst du? Mammut kämmt sich bestimmt mit Stacheldraht, weil nichts anderes durch die Mähne kommt. Ihre Haut heute einen nach dem anderen raus. Natürlich, bei Wimmelbildern komme ich in Stimmung. Meine Haare sind auch ein Wimmelbild. Da kannst du halt auch lange suchen nach allem möglichen Krams. Da steckt bestimmt eine Menge drin. Nein, tut es nicht. Aber nur dezent. Hallo, das geht noch. Ja, wir spielen nicht zu Ruhm. Ach bitte, der hält das aus. Er hat auch ein dickes Fell. Genau. So, jetzt kann ich das Ding haben. Ihr habt das schon 5-mal drauf gedrückt. Da, das kann ich jetzt auch haben. Da habe ich schon 5-mal drauf gedrückt. Ohne Witz. Habe ich wirklich. Habt ihr gesehen? So, ich habe eine Angel. Was mache ich mit der Angel? Fischangel oder was? Ah, das Seil verbinden. Oh, das ist ja toll. Und wie bewegt sich dann, also wenn ich das hier irgendwann drehen kann, wie bewegt sich dann das Boot dadurch? Ich frag ja nur. Wie geht, ich muss die eigene. Oh, Mädel. Dann entfernen doch die Algen. Statt da einfach dran zu drehen, weißt du? Alter, sowas wäre ich mit einer Angel auch können. Noch Kekse von letzter Woche. Das sind Kekse von vor einem Monat. Ohne gelogen. Liegen hier immer noch. Hm.
musst halt öfter drücken, damit du was bekommst. Widerspenstige Items. Ah, okay. Mamu, du setzt dich ins Boot und gehst unter. Nein, du ziehst dich dann am Seil rüber. Ah, ich balanciere da so rüber. Ich graziere das etwas. Ja, dann können ja auch die Algen da bleiben. Die werden eh nicht schlecht. Das ist so nicht korrekt. Da haben wir eine Haltbarkeitsdatum. Du siehst, ich drücke mich schon irgendwie davor. 1.9.2019. Na, ob die bis dahin leer sind? Also ich bin skeptisch. Möchtest du vielleicht eine Angelrute essen? Möchtest du vielleicht eine Schnur essen? Möchtest du vielleicht eine Glasscheibe essen? Ach, diese Biester heutzutage. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Das Seil durchschneiden? Bestimmt gut fürs Seil. Achso, jetzt ist die Glasscherbe natürlich halt weg. Ah, und jetzt komme ich einfach irgendwie auf die Insel. Ah. Okay. Eine Venusfliegenfalle? Ich kann sie füttern, denke ich. Achso. Hallo, eine Venusfliegenfalle, die tut doch nichts. Die tut Menschen nichts, hallo? Genau. Nimm die Fliege einfach in die Hand. Die Fliege wird doch überhaupt nicht wegfliegen. So war. Wieder Spinnennetze. Zum Glück kann ich sie entfernen. Spinnennetze. Sie sind überall. Auch in meinem Keller. So, und wo ist jetzt der letzte? Da. Wir kriegen Pilze. Das MHD ist eine Lüge, zumindest bei Keksen. Döner können nicht tanzen. Warum stelle ich mir jetzt einen Mammut in rosa Tütü vor, das auf den Seil tanzt? Danke, Jähnchen. Weil sich jeder manchmal einen Mammut in rosa Tütü vorstellt, warum auch immer. Naja, bei Schoki wird es irgendwann unansehnlich, aber es weiß es immer noch. Heißt ja nicht umsonst Mindesthaltbarkeitsdatum. Spinnen! Was? Da waren Spinnen? Ne, ich habe nur Spinnennetze gesehen. Das ist eine doofe Flüge. Das ist echt eine doofe Flüge. Ja? Kann aber bei sowas nicht mal schön eine mitten ins Bild springen? Du willst ja nur sehen, wie ich mich erschrecke. Wenn man Spinnen mag, spielt man Skyrim. Ja, das geht. Das finde ich ja nicht so schlimm. Die Wurzeln sind zu tief eingegraben. Zum Glück weiß ich, wie man gräbt. Ja, mit deiner Hand. Mit deiner Angelrute. Ach, eine kaputte Schaufel. Ach, geil. So, echt kaputt, das Ding. Wahrscheinlich in der Dunkelheit versteckt worden zu sein. Wenn ich nur eine Lampe hätte. Wenn du einfach reingreifen würdest. Also werde ich Skyrim doch nicht let's playen. Pfui, Spinnen. Das geht aber. Das ist so wie bei WoW. Ne? Das sieht null nach einer Schaufel aus. Finde ich nämlich auch. Überhaupt null und gar nicht. Aber halt mit einer Menge Fantasie geht das alles. Ach, da ist natürlich auch was im Wasser. Ein Krug. Und eine Glocke. Und ein Paddelsymbol. Mit denen kommen wir doch dann bestimmt schon weiter. Was ist denn hier noch, wenn hier das nicht von automatisch zugeht? Wahrscheinlich sollen wir das hier angeln. Klar, hätte ich auch so hingekriegt. Ich bin Angelkünstler. Nicht. Oh. Ein Ding für die Glocke. Glockenteil. Was ist denn den offiziellen Namen dafür immer? Das ist die andere Platte. Das ist auch so ein Spiegel. Hälfte aller funkelnden Spiegel. Hey. Dem Holzboot fehlt ein Segel. Nimm die kaputte Schaufel. Ach nee. Okay.
So, dann gehen wir jetzt zurück, gehen in das Haus, können jetzt hier das Ding ganz einsetzen und dann uns einen Keks freuen. Oh, ein Paddel. Jetzt kann man das Boot richtig benutzen. Mit einem Paddelsymbol. Ja. Zitat Skyrim Wiki: Frostbite Spiders are almost the weakest creatures in Skyrim. They don't deal any damage and die after about 2 hits. But they will hunt your dreams forever and ever and ever and ever. Mammut ist ein Angler aus Pokémon? Ich bin kein Angler aus Pokémon. Ich bin zwar Profi-Carpador-Spieler, aber das muss ja nichts heißen. Geheime Orte verstecke. Janusik und seine Tochter hatten wohl eine Menge Spaß zusammen. Ich werde die Leiter an unserem geheimen Ort verstecken. Spielzeuge werden der Schlüssel sein. Sie wird es lieben. Ah, okay. Das heißt, wir bauen jetzt hier ein Spielzeug zusammen. Kann ich gar nicht. Die Spielzeug hat den Kopf verloren. Was will die Öllampe hier? Ich kann hier mit irgendwas verbinden. Aber die Frage ist halt was. Oder wieder so ein Ding, ne, mit sich selbst. Ah. Ich soll die Lampe machen. Da haben wir jetzt aber nichts für. Also hierfür müssen wir tatsächlich halt einen Pferdekopf finden, ja. Ich will immer die Kerze da oben andrücken, ne? Weil das irgendwie wichtig aussieht, aber tut's gar nicht. Ah, gleich ist soweit. Gleich ist was soweit. Pilz und Krug. Das wird nicht funktionieren. Ach, du hast doch keine Ahnung. Hier liegt jetzt auch kein Pferdekopf oder so, ne? Ah, okay, und dann ist das Boot das andere Ding, das andere Spielzeug, das man dann da braucht, okay. Okay. Was soll ich denn dann tun? Soll ich zur Insel? Nein, ich soll zum Biber. Was will denn der Biber? Das ist keine gute Idee. Wegjagen. Mit der Glocke? Das finde ich aber schon weit hergeholt. Hey, geil, wir haben Steine! Und ein Segel. Und den Harz fülle ich hier rein. Ich habe einen Harzkrug. Ein Harz-4-Krug. Whoop-ti-do. So. Ein Boot. So, mit Boot. Lass ich hier mal hin. So, damit lässt sich halt jetzt noch nicht viel, wirklich viel machen. Außer mit der Lampe anmachen. Kann ich da. Ah, nein. Ah, das ist ein Feuerstein. Ah. Okay. Ah, Mist, jetzt habe ich wieder rausgedrückt. Okay. So, das heißt, Harz kann ich hier reinpacken, ja? Okay. So, jetzt haben wir eine Lampe. Mit der Lampe kann ich jetzt zur Insel in das Loch gucken und sagen so, hui, das ist aber schön hell hier. Oh, plötzlich kriege ich einen Pferdekopf. Ja, das sind ja Sachen. Das sind ja Sachen. Schon wieder rausgedrückt. Das ist ja nicht wahr. So. Dann kann ich jetzt aber das Pferd zusammenbauen. Zusammen mit den anderen Teilen. Okay. So, dann kriegt das Ding hier auch noch einen Schwanz reingepappt. Dann die komischen Räder. Was fehlt noch? Ach so, ja klar, das ist... Na, hallo? Das ist schon richtig da. So, ah, das muss dann das Bein sein.
ist der Schwanz verkehrt, ja? Okay. So. Blick auf die Objekte, die du One hast. Day, Janosik's daughter was playing by the river. She went on a boat to catch some fish. But then the weather turned bad. Okay. Haben wir hier ein Boot? Machen wir einen Fisch. Janosik tried to save her, but he was too late. He blamed himself for letting it happen. In his grief, he was watched over by the master of this land and his servants. Mhm. Da ist hier der komische Goblin-Kobold. Und dann was ist das im Wasser? Das hier? Was soll das darstellen? Ach so. Twardowski promised he would revive the girl. He had the power to do so through magic. Janosik agreed to serve the sorcerer. He believed his daughter would be brought to life again. Da ist der Spiegel. Hast du die Pakete schon verschickt? Frage nur nicht, dass die Post gefressen hat. Nein, es sind noch nicht alle Pakete verschickt. Ein paar kommen noch. Zu dem Trademark. So, da haben wir die Leiter. So, und mit der Leiter kann ich jetzt bestimmt das da irgendwie machen. Wie auch immer ich von unten halt diese Strickleiter so nach oben kriege, dass ich halt da einfach hochklettern kann. Aber hey. Ist halt wie es ist, ne? So. Was haben wir denn hier? So, he wasn't always Twardowski's servant. Maybe there is still hope for him. Mm-mm. Nee, da ist jede Hoffnung verloren. So, hier brauchen wir Murmeln. Da. So, das sind alle, die ich auf Anhieb gesehen habe. Kann ich irgendeine Matroschka hier aufmachen? Kann ich auch irgendwo was aufmachen? Motra fliegt da rum. In jedem Kinderzimmer sollte ein Motra vorhanden sein, was? Wo sie Kurbel finden. Welches Kind baut denn hier auch alles auseinander? Meine Güte. Da ist eine Kurbel. So, brauche ich noch zwei. Da ist eine. Da kann ich was aufmachen. Natürlich, im Michigan Känguru ist was drin. Wir haben Murmeln. Hier brauche ich eine Sonne. Hier kann ich die Murmeln einsetzen. Drehe die Kreise so, dass jeder von ihnen nur Murmeln der richtigen Farbe hat. Okay. Boah, das wird ja lustig. Boah, das wird ja lustig. Oh, was freue ich mich. Ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. Halt, warte. Ist aber nicht so, ne? Nee. Das ist ja genauso ein Rätsel für mich. Da kann ich mir ja auch ne, was Besseres vorstellen.
ja so eine Friemelei, wo ich mir halt wirklich denke so, das mache ich ja total gern. Nicht. Kann sich nur um Stunden handeln, ne? Ist ja okay. Ich habe Zeit. Die wollen drei Räder der gleichen Farbe. Ja. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Warum löst die das Rätsel nicht einfach wie ein Zauber zerlegen und wieder richtig zusammensetzen? Oh Gott. Das ist doch auch Kacke. Alles Kacke, alles Mist. Oh, ich bin fertig. Ah, easy. Es ist überhaupt nicht so meins. Bin ich ja ganz ehrlich. First try, gar kein Problem. Ach, das ist, oh, warum klicke ich denn die ganze Zeit raus? Meine Fresse. So, ich habe mir das angeguckt, ich habe da nicht hingucken können. Da ist ein Kissen. Das Kissen kann ich bestimmt ganz toll aufschneiden. Nachdem ich ja schon gar kein Schweizer Messer mehr habe, nein, da nehme ich jetzt die Schere. Da ist ein Schlüssel hier für Aufziehen von irgendwelchen Puppen. Hallo? Hallo? Steckt man einfach der Puppe in die Brust. Ich habe eine Kastanienfigur für dich gemacht. Habt Spaß beim Spielen, Vater. Ja, wir haben eine Kastanie. Das ist eine Goblin-Karte. Okay, ist das jetzt alles hier? Alles hier hatten wir noch das Bild hier. Aber das war es auch schon. Geht's jetzt? Ja, danke, danke, danke. Du hast es immer versucht. Es gibt halt wirklich Rätsel, da bin ich überhaupt nicht für gemacht. Also wirklich so gar nicht. So, jetzt brauchen wir halt noch Wurzeln von irgendwo her. Halt. Ich weiß, wo wir Wurzeln herkriegen. Aber ich weiß halt noch nicht, wie ich da rankomme.
You will find all you need in my notes inside the hut. Please, hurry. Nein, ich werde in dem Notizbuch nicht alles finden. Ich brauche noch irgendwas, um die Schaufel hier zu verbinden, ne? Hier sind halt die Wurzeln. Ach, da ist ein Stock drin. Das muss man ja auch immer sehen. Ihr habt das auch nicht gesehen, ja? Es ist die beste Schaufel ever, oder? Der Hammer. Wie ist eine Kinderzeichnung über den großen bösen Mann, wenn Lilly ihn nicht kannte? Ja. Fragen über Fragen. Magie. Alles Magifix. Das ist die hübscheste Schaufel ever. Ach, da fehlt sogar noch was. Ach so. Nein. So. Ja, natürlich. Mit der Schnur wird das jetzt so zusammengehalten, dass ich damit jetzt schaufeln kann. Ernsthaft. Also ich stelle die Logik hier ein bisschen in Frage. Da war rausreißen ja eine bessere Idee. So, jetzt gehen wir hier zum Tisch. Hauen die Kacke da drauf. Wenn man zu viele Pilze hinzufügt, gibt das dem Rezept eine paralysierende Wirkung. Die Heilkraft bleibt trotzdem erhalten. Die Lähmung lässt nach einigen Stunden nach. Naja. Welche Lebenselixier herstellen? Nein, wir machen ein ganz normales Heilungselixier. Werden wir Mammut heute noch heulen sehen? Vor Freude, wenn das Spiel vorbei ist. Oh Gott. Folge dem Rezept und stelle alles her. Da. Was? Das wird nicht funktionieren. Wieso wird das nicht funktionieren? Hallo? Und sollte den Trichter verwenden. Ach so. Nur damit sie nicht kleckert. Hallo? Kann ich denn die Pilze reinpacken? Ich hätte mich überrascht, wenn es geklappt hätte. Ich muss Harz eingießen, echt? Was? Hier in dem Rezept steht doch, ich soll es halt in die Flasche geben. Na gut, hier auf der Seite, ne, steht das halt alles ein bisschen anders. Natürlich kann ich alles jetzt das Feuer anmachen. Dann das drauf, das hier zerschnippeln. Das dann halt da rein. Dann die Wurzel hier zerreiben. Das Zeug dann da rein. Dann die Kastanie hier rein. Zerreiben ordentlich. Das Zeug dann da rein. Und jetzt noch irgendwie gut umrühren. Sieht das lecker und gesund aus. Nom 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 nom. Oh, da will ich doch ein Stückchen Sumpfsuppe. Logik in ein Kinderwimmelbild spielen? Nee, ist ja nicht unbedingt ein Kinderwimmelbild spielen. Ist einfach nur ein Wimmelbild. Ja? Wie bekackt das Spiel ist, wird der Kerl dich vom Alten retten und wenn du ihn paralysierst, stirbst du. Oder so ein Scheiß. Das ist gut möglich. So. Halt. Ich sollte natürlich das Elixier mitnehmen. Es hat Vorteile. Give him the elixir, quickly. Nee. Nee. Also, nee. Thank you. It's better now. Why did you help me? Listen to me, please. Your master is an evil man, and he has done terrible things. What do you know about it? Do you have any proof? Duh. I found it on the dead body of a girl he killed. Master told me that he let her go. He lied to me. But he promised me something. That's why I serve him. Samic. He promised to bring back my daughter. I will listen to you. If you prove to me that his promise is fake, go and find the proof. I'll show you the way to Master's house.
Come with me. I'll give you the directions on the way. Okay. Ich geh da mal. Ich kann durch den Wald navigieren, wenn ich Janoseks Anweisungen genau folge. W2. Ah ja. So. Die 2, 9, 4. Dann Westen 5. Süden 3. Westen 4. Süden 1. Westen 3. Und 9, 4. Da-da-da-da! Also bis jetzt finde ich das Game nicht mal so schlimm. Ich habe schon Wimmelbildspiele gesehen, die extrem scheiße waren. Dagegen ist das ziemlich okay. Also ich muss tatsächlich halt sagen, Wimmelbildspiele von Artifex Mundi, ist halt so ein Wimmelbild-Publisher, die sind tatsächlich nicht so wild. Also sind nicht so schlimm. Das Spiel heißt Eventide 2. Ah, also es ist... Es gibt wirklich schlimmere Wimmelbildspiele. Also wirklich. Wir haben schon schlimmere gespielt. Ja. We know you, human! You won't fool us so easily this time! Mhm. Was haben wir denn hier hinten? Ein Spiegel. Ich könnte diese Pakete öffnen, wenn ich die Schnur zerschneide. Ja, mach das doch mit dieser wunderschönen Schere. Oh, eine wunderschöne Schere und ein wunderschöner Meißel. Mit dem kann ich bestimmt auch ganz tolle Dinge machen. Ich kann die Kugel herumrollen, statt irgendwie gleich hinzunehmen. So, da haben wir hier einen Hammer. Eine Kugel würde ausreichen, aber ich muss sie nach unten rollen, um eine größere Wirkung zu erzielen. Oh. Das klappt so nicht. Das klappt. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Die Kugel würde ausreichen, aber ich muss ihn nach unten rollen. Ich weiß gar nicht, was er hier vorhat. Das ist ein sprudelndes Getränk in diesen Flaschen. Wenn ich die Kisten hart treffe, werden sie explodieren. Das würde auf jeden Fall ein lautes Geräusch erzeugen. Okay. Oh, und mit was ich das hier verbinden soll, ich habe keine Ahnung. Ja? Hat er gerade gesagt, dass die nicht schlecht sind? Mammut, bist du es? Hallo, ich bin Mammut, ich bin ein Kackwurm. So, was hier? Ich kann das Schloss nur mit dem richtigen Werkzeug entfernen. Ja, die Schere haben wir jetzt leider nicht mehr. Hm, doof. Aber mit Hammer und Meißel, natürlich. Natürlich, okay. Wir brauchen Striegelbürste, Reitpeitsche. Ne? Ich wollte eigentlich da das Ding haben, aber okay. Ich habe hier einen Stock. Für eine Axt. Wo ist denn der Axtkopf? Da. Was ist das? Nägel, Sporen, keine Ahnung. Für die Schuhe. Ich habe keine Ahnung. Stiefel haben wir da auf jeden Fall. Hufeisen. Ah, da muss das daran. Haha. Eine spitze Hacke. Sehe ich nicht. Eine Reitpeitsche. Das ist nicht das Ding. Okay. Dann das Ding. Eine spitze Hacke. Eine spitze Hacke haben wir da. Mit vielen Ornamenten und sowas. Ein Hufeisen. Was ist das? Achso, das ist für das Ding. Und wir die Nägel haben. Dann brauchen wir ein Horn. Ein Hebel. Eine Feder. Eine Rechen. Eine Rechenmaschine. Ah, wo ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Ich habe etwas gefunden. Das war anscheinend der Hebel. Ich sehe den Rest nicht.
Gut, eine Feder kann ja auch so eine Art Sprungfeder sein. Das ist eine Tatze. Eine Striegelbürste. Ich kenne mich ja bei diesen ganzen Pferdekram so null aus, ne? Ich weiß also immer nicht, wie das genau alles aussieht. Ich würde ein Pferd auch mit dem Ding hier bürsten. Bestimmt nett. Da ist eine Rechen. Das war ein Schuh. So halbe Sandale, keine Striegelbürste. Hallo? Vielleicht hat sein Bart die Kontrolle über ihn übernommen. Was? Sag doch, da stimmt was nicht. Wurde er von Aliens ausgetauscht? Vielleicht gibt es auch andere Gründe. Hi, ich wollte gar nicht raus. Ein Hufeisen. Und eine Feder. Ich sehe es nicht. Ich sehe es aber nicht. Ist er verliebt, als ob. Hallo. Da ist eine Feder. So, und wo ist jetzt das Hufeisen? Kriegen einen Hebel. Was will ich mit dem Hebel? So, was haben wir denn noch? Hier vielleicht einen Hebel reinstecken? Ja, ist eine gute Idee. Ich muss alles richtig anordnen, bevor ich den Wagen bewegen kann. Vielleicht die Kugel noch da reinstecken? Nein. Ein Seil. Ja, das klappt. Okay. Am Weinkeller und frischer Vorräte, will er eine Feier oder ein Fest vorbereiten? Ein Opferritual. You should fear us. We won't let you in. Mhm. Achso, Soll ich das Seil da verbinden, ja? Boah, ist diese Kugel groß. Um der Kugel mehr Geschwindigkeit zu verleihen, muss ich das eine Bein entfernen. Was tue ich da? What's this? Who is it? Who's shooting? Ja, dafür, dass das mal eine Schneekugel war und die eigentlich so ganz unachtsam im Gras lag, war das dann doch eigentlich eher klein. Dafür ist diese Kugel jetzt verdammt groß. I wanted it ready yesterday. I need this necklace now. Yes, Master. I will bring it soon. Soon? I need it now, you ugly sluggard. You have 1 hour. Then you'll be sorry. Normalerweise. How can he treat him like this? This creature needs my help. Normalerweise wäre höchstwahrscheinlich halt der Trog einfach weggezogen worden und nicht irgendwie das Bein abgerissen worden. Aber gut. So, jetzt liegt da hier Dobby auf dem Boden. Passiert. Wir gucken uns erstmal das Ding hier an. Wir haben da ein Fliegennetz hier. Ich könnte die Glühwürmchen fangen, aber ich brauche ein Gefäß, wo ich sie hineintun kann. Gut, helf mir mal. Hier möchte ich gern Dobby. Ich muss ihn aus seiner Ohnmacht aufwecken. Er braucht Wasser. Er braucht eine Socke. Ja. Soll ich jetzt meine ausziehen, Robert? Wenn ich die Zeiger an der Uhr anbringe, dann müsste ich in der Lage sein, sie mitzunehmen. Aber ich benötige die Zeiger, um sie einzusetzen. Eine Goblin-Karte. Der Schlüssel ist ganz dort oben versteckt, nicht wahr? Könnte dies das Werk der Kobolde sein? Wer weiß, wer weiß. Eine Küche. Die sieht aus wie bei mir zu Hause, nur halt in hübscher. So, was haben wir denn hier? Wir haben da irgendwas. Etwas steckt dort fest. Aber Wasser. Ich kann den Schal hier einweichen, um den Kobold zu helfen. Ah. Ja, yeah, okay. Dann helfen wir mal den Kobold. Er kriegt jetzt keine Socke, er kriegt einen Schal. Flatsch, er... Who are you? How did you get here? Thank you. He is angry because I broke the magical necklace.
The fireflies escaped, and I lost all the crystals. Can you help me repair it? There's a storage room inside the house where you'll find the instructions. I put the necklace in the kitchen cubby and hid the key to it. You'll find the first part of the key near the stove. Here's the second part. Ich habe hier nicht zugehört. Was soll ich tun? Ich brauche das andere Teil von dem, was wir da gesehen haben, ja? Okay. Okay. Gucken wir mal, was haben wir denn noch in der Küche? Ein geschlossener Schrank mit 4 Geschirr und Gläser im Innern. Das ist ja doof. Da komme ich ja gar nicht ran. Da. Das ist das eine. Viele Küchengeräte und Lebensmittel. Vielleicht ist hier etwas, das ich gebrauchen kann. Nein. Nein, nein. Da ist ein Spiegel. So. Da muss ich halt noch irgendwie rankommen. Wie, weiß ich halt noch nicht. Da ist auch ein Spiegel. Achso, das ist wieder das Ding. Dann gehen wir halt in den Gang. Ein Buch. Das keinen interessiert. Ich glaube, das ist das Ding, was wir drüber einsetzen müssen. Das Fenster ist geschlossen und der Griff fehlt. Ich wette, die Kobolde haben ihn irgendwo in der Nähe versteckt. Ach, unwahrscheinlich. Die Rüstung hält etwas in der Hand. Wie kann ich sie dazu bringen, sie loszulassen? Ja, in den Gang, das einfach nimmst, dann. Eine ungewöhnliche Rüstung. Ich wette, sie ist mechanisch. Was kann ich tun, damit sie sich bewegt? Es gibt 2 fehlende Embleme. Etwas fehlt hier. Okay. Hier fehlt auch etwas. Ein Spiegel. Oh nein, der Schlüssel ist abgebrochen. Ich muss ihn irgendwie rausbekommen. Jetzt habe ich hier ein Wimmelbild. Wir brauchen eine Brotscheibe. Das heißt, ich muss ja das Ding erstmal irgendwie abschneiden. Hier. Zack. Ich habe eine Brotscheibe. So, eine Karotte. Eine Rose und ein Sieb und ein Korkenzieher. Den habe ich schon gesehen. Den Pfannenwender habe ich noch nicht gesehen. Eine Tasse Tee. Stecke ich mir erstmal, ne? Gefüllt natürlich in die Tasche. Butter. 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 Wo ist denn die Butter? Ist hier irgendwo eine Butterglocke oder sowas? Hier ist eine Glocke. Ein Apfel. Eine Pinzette. Was auch immer eine Pinzette auf den Tisch macht. Da wäre eine Haselnuss. Aber ich brauche keine. Schneebesen. Ein Löwel. Wo ist denn der Löwel? Löwe, 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 Löwe. Warum schiebe ich jetzt die... Okay. Da ist der Löwe. Pinzette, Pinzette, Pinzette. Da ist die Karotte übrigens. Wer weiß, wie lange die hier schon drin liegt. Der Pfannenwender und die Pinzette und die Butter brauche ich. Da ist die Butter. Ich sehe es nicht. Das könnte Pfannenwender sein. So, und jetzt die Pinzette. Das sieht man doch. So, und jetzt mit der Pinzette das Ding rausholen? Tatsächlich. Ja, natürlich muss ich das noch extra in die Tasche packen. Nein. So.
Und ich kriege... Was ist das? Die kaputte Halskette. Hier kann ich das Ding vielleicht einsetzen. Grüne Goblin-Karte. Obdido und so ein Teil. Was auch immer das ist. Und ein Gefäß. Ach, für die Glühwürmchen hier. Muss ich jetzt jede einzelne anklicken, ja? Okay. Okay. Ich habe ein Gefäß mit Glühwürmchen. Für die Dunkelheit bin ich geschützt. Hier willst du die kaputte Halskette. Die Kette muss zuerst repariert werden. Komme ich denn mit der Pinzette oben an das Zeug ran? Nein. Hier brauche ich die Zeiger. Boah, gib mir das auf den Zeiger. Die Küche sieht gemütlich und warm aus im Gegensatz zum Rest des Hauses. Ach so, ist das so. Also so gemütlich finde ich es in der Küche nicht. Oh, Füglümpchen. Das passt ja nicht. Das runde Teil passt ja auch nicht. Aber das runde Teil passt vielleicht hier rein. Ist ja auch ein Rüstungsteil. Ach so. Und man sieht, trotzdem sind die Nippel ungeschützt dann. Okay. Brauchen wir nochmal so ein Ding. Nippelpiercing. Ja. Gut, wo soll ich hin? Da hinten. Was genau? Hier definitiv nichts. Hier kriege ich das Ding auch nicht rein. Ah, das kriege ich zumindest raus. Okay. Ja, damit komme ich aber immer noch nicht weiter. Soll ich hier etwas geben? Ach so, die Hellebarde kann ich mitnehmen. Okay. So, mit dem Schlüssel einfach hier auf. Okay. Da haben wir einen der Steine, den wir brauchen. Das ist... I can disturb Twardowski's ritual this way. Oh ja, volle Kraft, weniger Kraft. Ah ja, ja. Ich kann hier eine Halskette zusammensetzen. Sie ist magisch und ich kann ihre Eigenschaften ändern. Alles, was ich brauche, sind Kristalle und Glühwürmchen. Glühwürmchen. Ein Grammophon, da oben ist halt ein Tuch. Da ist irgendwas. Was ist das? Ich könnte die Schublade aufbekommen, wenn ich einen Hebel hätte. Brauche ich ein Hahnsymbol. Da ist das andere Teil, okay. Für die Rüstung. Ist hier auch irgendwo ein Spiegel oder sowas? Diesen Handspiegel, die ich überall einsammeln soll. Bestimmt. Aber ich sehe es jetzt nicht. So, jetzt habe ich einen Zeiger. Okay. So, wir brauchen Halskettenkristall. Wie sehen die denn aus? Da. Da hinten ist doch auch einer. Da hinten ist doch auch einer. So. Ah. Ah, jetzt kann ich. Okay. Wir kriegen Halskettenkristalle. Upti-dutti-du. Da kann ich immer noch nichts machen. Dann, setzen wir die doch hier mal zusammen. Vertausche die Teile der Halskette und stelle das Muster wieder her.
So. Jetzt war das schon richtig. Das ist richtig, ja. Kommt hier so ein komisches X hin oder so? Ist das? Ich weiß es nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, sieht gut aus. Verschiebe die Blumenkerne entlang der Perlen zur richtigen Blume. Verwende einen leeren Platz als Durchgangsstation. Okay. Ist ja auch wieder eins meiner absoluten Rätselarten, ne? Das dahin, das dahin. Und da haben wir jetzt hier wieder den Krautsalat. Ist ja toll. Easy, gar kein Problem. Fast first try. Nimm die rote Bänder und verwende sie, um Paare ähnlicher Symbole zu bilden. Ah. Ah, okay. Sehen doch alle gleich aus. Bis dahin. Jo. Dort dahin. Dahin. Ach, das war's schon. The necklace is assembled in a way that should stop Twardowski's ritual. It can save Jenny. Okay. So. Dann hier. Sei vorsichtig, die Kette ist anders zusammengesetzt und wird das Ritual des Meisters aufhalten, oder? Hier bist du ja. Hier ist die Kette, genau wie dein Herr sie wollte. Nein, hier. Wird Meister aufhalten. Then I will drop the necklace stealthily and hide. Thank you for warning me. I can give you a key to the master's office. You need to go there if you want to stop him. There's a secret passage from the office to the dungeons. Master keeps his machinery there, and the prisoners too. Oh, das Master ist ja toll. Is coming. Hide, quick! The necklace is ready. Good. That's almost everything. Come with me. I need help with the final preparations. Go to his office, now! Sag mir nicht, was ich zu tun hab. So. Dann gehen wir mal dahin, setzen uns rein. When they met, the outside world stopped existing. They could spend long hours together, fascinated by their research on magic. The bond between them was strong. Außenwelt. Hey, Außenwelt. Achso, ach, Außenwelt muss ich andrücken. Ah. Und Forschung? Da. But soon he became so absorbed in his studies that he forgot about her needs. The darker his magic became, the more lonely and estranged she felt. He barely noticed her illness setting in. Only magic mattered to him, until it was too late, when he realized that his wife mattered more. Only magic could bring her back. So, okay. Was haben wir denn hier? Eine asymmetrische Kerzenhalter? Eine asymmetrische Kerzenhalter steht da tatsächlich. Da stimmt etwas nicht. Zwei Teile scheinen zu fehlen. Okay, da ist ein Spiegel.
Da fehlt ein Auge. Ein Teil des Schreibtisches ist mit kompliziert geformten Emblemen verschlossen. Es muss etwas Wichtiges darin sein. Aber sowas von. Da ist der Hahn. Welchen Officer, welchen Raum jetzt der Hahn einzusetzen war? Puh, was ist das? Ein Alchemistentisch. Jetzt muss ich noch die Zutaten für das Ritual einsammeln. Ach so. Das Ritual, ja. Ja. Ein aufwendiger Mechanismus hält das Buch geschlossen. Stehen darin vielleicht Zaubersprüche drin? Nein. Der Figur fehlt ein Band. Ja, das ist natürlich schlimm. Wir sind hier nicht auf dem Flohmarkt und gucken uns halt irgendwelche Schleichfiguren an und sagen so, oh, da fehlt aber noch was. Hm. So, wo war das jetzt? Das war hier. Einer der Kerzenhalter. So. Und der andere oder das? Jetzt kann ich hier auch derzeit nichts anklicken, ne? Doch, da. Da ist das Band für die Figur. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Und da ist der andere Zeiger. Zurück zur Uhr. Auf was soll ich die jetzt stellen? Ach, da muss ich gar nicht. Okay. Kriegen den Fenstergriff. Ein Brieföffner. Eine Goblinkarte. Was soll ich denn jetzt mit dem Brieföffner? Was soll ich denn jetzt mit einem Brieföffner? Wir hatten mal ein Schweizer Messer. Die an mit dem Brieföffner. Das haben wir hier. Hier haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Doch, hier. Ja, mal gut, dass das geklappt hat. Ein Bimmelwild. Perlenohrringe. Ich sehe nur Dingers. Also hier ist einer davon. Der andere, ja, keine Ahnung. So, sonst brauchen wir ein Cameo. Ein was? Ein Schwan? Den habe ich vorhin gesehen. Da. Eine Taschenuhr. Da. Ein Schrankteil. Ich glaube, so ein Tisch liegt halt ein ganzes Teil vom Schrank. Eine Kete. Keine Kete. Ein Herz. Nee, das habe ich verloren. Eine Lilie. Eine Sonne, ein Band. Was ist ein Band? Was ist denn jetzt ein Cameo? Oder halt mit dem Cameo genau gemeint? Da ist ein Taschentuch irgendwo. Wenn das alte Brieföffner heißt, kann man Briefe öffnen als Verwendungszweck ausschließen. Das wäre ja zu einfach. Eine Sonne. Sehe ich nicht. Schrankteil sehe ich nicht. Da. Was haben wir denn hier? Aha. Ein Ring. Da ist eine Kette. Noch irgendwas, was ich hier irgendwie bewegen kann? Ich halte hier nur den einen Ohrring. Keine Ahnung. Ach, da. Ah. So. Cameo. Was wäre denn Cameo? Wo ist hier bitte schon ein Schrankteil? Ein Schrankteil kann alles Mögliche sein. Es kann eine Schraube sein. Es kann ein ganzes Brett sein. Eine ganze Rückwand. Bist du eine Sonne?
Du bist keine Sonne. Da ist ein Herz. Cameo meist Brosche mit Gesicht drauf. Ah, okay. Dann ist es das. Das muss man ja wissen. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Eine Lilie. Irgendwas hier auf dem Blumenbild hier? Nein. Dann nicht. Das ist auch kein Schrankteil, ne? Nee. Das hier drunter ist auch kein Schrankteil. Jännchen ist ja voll Wimmelbild Pro. Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Sonne. Wo ist die Sonne? Die ist draußen. Mach doch mal die Augen auf. Ich kenne mir das Zeug aus, nicht mit Bimmelwild. Ach so. Ist das eine Lilie? Das ist eine Lilie. Ah, okay. Eine Sonne. Ein Taschentuch. Was, hier gibt es 12 Tücher. Nicht eins davon ist irgendwie ein Taschentuch. Aber vielleicht finden wir auch irgendwo hier so eine gebrauchte Rotzfahne. Vielleicht ist das halt als Taschentuch gemeint. Da ist eine Sonne. Das sehe ich nicht. Was soll das jetzt darstellen? Das Taschentuch oder ein Schrankteil? Das ist ein Schrankteil. So ein Knauf oder was? So, das Taschentuch ist wo? Das ist doch kein Taschentuch. So, wir haben Schrankteil. Und wo sollen wir die Schrankteil einsetzen? Und wir laufen immer noch mit dem Schal herum. Weißt du, den Schal heben wir auf. Der war auch schon durchnässt und alles. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Ach, deswegen ein Schrankteil. Irgendwie, ne? Weil sowas Wichtiges, das ist ja nicht, ne? Ich muss die richtigen Zahlen finden. Ich denke, dass diese Kristalle der Schlüssel sind. So, ah. So, 3, 4, 5. Ich habe mich mit Boruta getroffen. Er hat mir gezeigt, wie man Lebensenergie sammeln und sie konservieren kann. Ich bin jetzt unsterblich. Ich werde verborgen in diesem Dorf leben, bis ich meine Anna zurückbringen kann. Ich habe den Spiegel erschaffen und Annas Seele beschworen. Hätte ich doch nur genug Energie, sie zurück ins Leben zu bringen. Ich muss mehr Energie sammeln. Ich brauche einen Körper, der ihre Seele aufnehmen kann. Ich habe viele Spiegel, durch die ich den Dorfbewohnern die Seelen der Toten zeige. Es ist nur ein Trick, aber sie glauben, dass es real ist. Das hat große Mengen an Energie gebracht, zumal ich den Friedhof geschlossen habe. Komische Formeln. Alle meine Berechnungen sind korrekt. Ich kann meine Frau und nur sie wiederbeleben. This proves that Janosik's daughter won't be revived. Poor man. I have to talk to him. Ja, mach das doch. Okay, halt, warte, ist da noch was? Achso, ist einfach nur so weiter durchlesen, okay. Okay. Did you find something? Yes. These are his notes. It's
clear he can revive only one person. Da. So you were right, and I did all this for nothing. I will help you save your niece. Go to the dungeons and find her. I will stop him here to give you more time. Take this. It will help you find a way to defeat him. Mhm. Okay. Wir haben einen Buchschlüssel. Der kommt jetzt hier rein, ja? Die Kraft des Spiegels entspringt dem Amulett. Der Spiegel zieht sie aus den eingravierten Symbolen. Verschiedene Symbole zu aktivieren, kann die Kraft des Amuletts und des Spiegels umkehren. Finde zwei Symbole, die dem Kreis rechts ähneln. Da. Und da. Mit dem Linsenritual kann das Amulett neu kalibriert werden. Nimm die Linse und halte sie in magischen Rauch, der von orientalischem Weihrauch und exotischen Federn erzeugt wurde. Zeichne die Symbole auf dem Amulett in den Rauch. Da. 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 Eine magische Linse kann verwendet werden, um neue Runen für das Amulett zu finden. Aktiviere die Runen und die Kraft des Spiegels wird umgekehrt. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, neue Aufgabe des Spiegels. Ich brauche Instructions to prepare the magic lens and change the powers of the amulet and Twardowski's mirror. I'd better keep it. Mhm. Instructions to prepare the magic lens and change the powers of the amulet and Twardowski's mirror. I'd better keep it. Ich soll nicht so viel arbeiten, ich soll einfach machen. So, der Geheimgang ist jetzt offen. Ich kann jetzt den Kerker betreten und Jenny retten. Okay, ich geh doch mal. Was haben wir hier? Dieser Monsterfigur fehlt ein Horn. Das ist mir natürlich auch sofort aufgefallen. Hier fehlt ein Schlüssel. Da ist ein Spiegel. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Wo sind die anderen Figuren? Laterne fehlt ein Kristall. So, was haben wir hier? Hier fehlen wieder Symbole. Hier fehlt ein Symbol. Natürlich fehlen irgendwo irgendwelche Symbole. Ich sollte mein Zuhause auch ausrüsten mit 500.000 Symbolen. Ja, und dann die einfach überall in meiner Wohnung verstecken. Das fällt gar nicht auf. My master found out that the necklace is not working as he wanted. He will punish me. You have to do something. I know that the power of the mirror can be reversed by means of a lens. You can do it. And when you do, the mirror will draw Master inside it. Master keeps this lens in the safe in the secret office. Go find it. Okay. Ein Bimmelbild. Warum magische Federn? 12 Stück an der Zahl. Das ist keine magische Feder. So, jetzt noch ein paar, ja. Was will ich mit der Feder? Da ist auf jeden Fall hier so ein Dingens. Wo will ich mit der Feder hin? Wo? Da. So, eine haben wir noch. Wir spielen jetzt in deiner Wohnung. Boah, weißt du das? Erstmal alles zurechtrücken. Wir haben eine von den Figuren. Ich denke, der Goblin zeigt da... Was war Dorfskis Frau? Sie sah Jenny sehr ähnlich. Der Goblin zeigt... Ah, okay. Ist etwas hinter Halterung in der Wand. Wie bekomme ich es? Mit anderen Dingen, die du schon gar nicht mehr hast? Das ist ein Spiegel... Was ist das? Die Skulpturen bewachen die Tür und sie haben seltsame Gegenstände in ihren Händen. Der Meister der Unterwelt liebt alle Kreaturen, die am Boden kriechen. Spinnen. Das Kind wird in jedem Jahr mit frischen Blättern wiedergeboren. Spinnen.
Die Mutter von uns allen webt unser Schicksal. Spinnen. Der Meister des Himmels hat die Macht, uns den Sturm zu senden. Spinnen. Hier fehlt ein Spiegel. So, hier kann ich auf jeden Fall die eine Figur schon mal einsetzen. Fragt sich halt nur, wo die andere ist. Und Crazy Belly, hey! Feierabend. Elternfeierabend, ja. Eine beeindruckende Tür. Aber sie ist abgeschlossen. Ich frage mich, was dahinter steckt. Ein Raum. So, jetzt haben wir den Blitzstab. Aha. Ändere die Attribute der slawischen Götter nach ihren Rollen. Okay, das hier ist was? Keine Ahnung, Blitz. Der Blitz muss ja hier hin, ne? Und das hier ist die Schlange, die am Boden kriecht. Jo. Okay. Easy, gar kein Problem. Noch ein Bimmelbild. Braune Santo, ein Mensch, ein Skorpion, Augapfel, Kerzenhalter, Safegriff, Schädel, Drache, Drache habe ich gesehen. Ein Ankh, Schachfigur, Glas Wein. Ja. Skarabäus. Da ist der Skorpion. Was haben wir hier? Da ist die Schachfigur. Kann ich irgendwas draufstellen, wenn ich wüsste, was? Da ist der Ankh. Die Sanduhr habe ich vorhin auch gesehen. Da. Den Schädel. Ist da. Augapfel ist da drin. Lecker. Den Safegriff. Das ist wahrscheinlich der. Ein Mensch. Ein ganzer Mensch. Liegt ein ganzer Mensch auf dem Tisch? Da. Plötzlich einfach die Zeichnung, ohne Papier halt da weggenommen. Das ist immer das Beste. So, der Skarabäus, der ist wahrscheinlich hier drin. Was stelle ich denn da drauf? Da, das hier. So. Bring ein Safegriff. Was soll ich denn hier? Ist die Kombination für den Safe hier versteckt? Ich brauche einen Anhaltspunkt, um die richtige Kombination zu finden. Das ist der Safe. Hier ist der Safe-Griff. Ich muss die Kombination herausfinden. Jo. Mammo, trink nicht vergessen. Ich trinke die ganze Zeit. Guck mal genau hin. Das ist auf jeden Fall die Statue. Okay, dann gehen wir mit der Statue erstmal zurück. Aha. Ich glaube, ich habe dieses Symbol schon vorher gesehen. Nein. Hier. Dann haben wir... Das ist also die Safe-Kombination, ja. So. Das bedeutet. Wir machen das so. Und das so. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt hier nicht irgendwie verkehrt? Nein? Ne, kann ich auch nicht mehr rausnehmen. Okay. Dann machen wir aus dem Grün halt hier so einen komischen Blitz. Ja, nicht so. So schon eher. Aus dem Blauen. Machen wir einen ganz tollen Kreis. Aus dem hier. Und dem da.
So, hier noch das Gelbe. Machen wir hier hin. Und da hin. Easy. Und wir kriegen jede Menge Rotze. Ich muss die Linse im magischen Rauch halten. Dann kann ich sie verwenden, um die Kombination zu finden und das Amulett neu zu kalibrieren. Ah ja. Sehe ich auch so. Ich habe Fahnenmagie probiert, aber es hat nicht funktioniert. Er hat wirklich versucht, die Fahnenblumenmagie zu benutzen. Für diese Nekromantie kam Wunder, dass es nicht funktioniert hat. So, da ist die Linse. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Okay. Sonst hier noch was? Glaube nicht. Oh, das war aber knapp. Der hätte mich beinahe gesehen. Oh, zum Glück können wir jetzt hier rein. In die Folterkammer. Da hinten ist ein Bimmelbild. So, hier brauchen wir wieder jede Menge Schrott. Zum Beispiel das Ding, das Ding. Das Ding nicht. Das Ding vielleicht. Jo. Dann haben wir... Zurück. Nicht das. Da ist das Ding. Da können wir was aufmachen und was rauskriegen. Da kann ich was aufmachen, was rauskriegen. Da ist dieser komische Ring. Das Ding sieht eigentlich auch schon fast danach aus, wie etwas, was wir brauchen. Das ist nicht eins der Teile. Das aber. Hier ist eins und jetzt noch diese zwei anderen Teile. Nee, das ist nicht. Fragt sich halt auch immer, ne? Wie groß sind die Dinger eigentlich? Das ist eins. Und das andere ist da hinten. Okay. Ist aber Magitek Schraubenschlüssel, alles klar, natürlich. Hier jede Menge Seelen in den Spiegeln. Was haben wir da? Moment, das haben wir irgendwo gebraucht. Ich habe nur wieder vergessen, wo. Ich glaube, im Gang. Dieser Ort ist riesig und voll von seltsamen magischen Maschinen. Das ist der Ort für die magische Linse. Von hier aus kann ich die Symbole des Hauptspiegels neu kalibrieren. Ich muss das Ritual durchführen und die Linse mit Zauberkraft versehen. Oh ja. Ich brauche hier mehr Licht. Ich denke, die Dunkelheit verbirgt etwas. Okay. Looks like a place for the ritual. This mirror is really intimidating. Aber sowas von. Ich kann es nicht berühren. Das Licht hat es zu sehr erhitzt. Das magische Licht. Das ist auch Licht. So, dann guck ich mal, wo war denn das? Hier, das Ding müssen wir auch noch rauskriegen, ne? Kriege ich das so raus? Nein. Natürlich nicht. Nein. Weil wegen, es fehlt ja ein Horn. Hier brauche ich einen Schlüssel. Oh Gott, wo war denn das? Ich brauche noch diese Spitzhacken hier irgendwo. Keller? Ja. Hier waren die 5000 Dinger, die halt irgendwo, ne? Und so. Wo überall irgendwas Jenny's fehlt. Hm, das ist natürlich doof. Hier fehlt ja auch irgendwas. So, nehmen wir mal Kristalle mit. Das war's mit der Spitzhacke. Einmal zuhauen und kaputt. Eine klassische Minecraft-Holzspitzhacke. So. Was mache ich jetzt mit dem Kristall? Ach ja, hier in die Lampe setzen, ne? Okay. Mit der Laterne kann ich jetzt in den Dunkelheit gucken. Magische Laterne, yay. Yeah. Kriege eine Öllampe?
Nee, Feuerzeug, Benzin. Und das Horn. Orientalischer Weihrauch. So, Amulett, Wachsabdruck brauche ich eigentlich nur noch, ne? Meinetwegen. Die Picke war gute chinesische Wertarbeit. So sah sie auch aus. So, kann ich hier das Ding rausholen irgendwie? Mit dem magischen Ding jetzt natürlich, mit dem anderen nicht. Nein. So, das heißt, ich kriege jetzt hier das andere Ding auf, wo ich unter anderem eine Kerze habe für den Wachsabdruck. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo und wie. Außer ich will das hier... Nein, kann ich nicht. Da muss ich was anderes aus dem Inventar heraus damit verbinden. Ich muss irgendwie dieses Wachstum schmelzen bringen. Ja, ja. Okay. Gitter durchtrennen. Das können wir. Knips, knips, knips. Jetzt alles aufreißen. Die Rohre entferne. Ja, dann entferne doch. Oh, das ist ja jetzt doof. Ich habe die Energie jetzt abgekapselt. Ich muss einen Wachsabdruck des Amuletts machen. Wie kriege ich jetzt meinen Wachs geschmolzen? Was sagt denn mein Geheimtipp? Ich soll zurück. Was sagt denn mein Geheimtipp? Ich soll noch weiter zurück. Da nicht. Was sagt denn mein Geheimtipp? Ich soll noch weiter zurück. Schon der Wärme der Archimetisch. Streichholz, da kann ich im Moment nichts machen. Was sagte mein Geheimtipp? Ich sollte tatsächlich irgendwas machen. Und die Linse irgendwie. Ah. Ja, super. Und jetzt? Wieder zurück. Ja, das hat mich ja jetzt weitergebracht. Kannst du mir bitte mal einen Tipp geben, der mich hier weiterbringt? Irgendwas hier. Den Schlüssel kann ich mitnehmen für... Kerze mit Streichholz geht halt nicht, weil ich halt das Streichholz nicht verwenden kann, weil er halt einfach sagt, hey, ich brauche immer Zeug. So, Schlüssel war für... Wir haben jetzt alle Goblin-Karten gefunden. Wupp-ti-du-di-du. Soweit ist es schon bei mir. Ich habe alles Sammelbares, bis auf halt die Spiegel alle gefunden. Ach ja, stimmt. Hier war irgendwas. Nein. Oh. Dein. Bimmelwild. Ein Vorhängerschloss. Ein Zellenschlüssel. Ein Papierflieger. Spielkarte, Schleuder, Fernglas, Bleistift, Münzen, Knopf, Glocke, Pinsel, Lupe. Okay. Da... Ein bisschen Löffel, aber brauche ich gar nicht. Eine Schleuder haben wir. Münzen. Ein Gymknopf. Bestimmt auch irgendwas. Messer für...
Bleistift einspitzen oder was? Ich hab keine Ahnung für. Da ist... Ach, das war der Zellenschlüssel. Ja, meinetwegen auch das. So, Vorhängeschloss haben wir hier. Ich muss das Schloss öffnen. Nein, musst du nicht. Das sieht locker. Ein Pinsel. Das ist ein Bleistift. Sache ist doch auch nur, ne? Sie wollte ja auch nur einen Bleistift. Nicht unbedingt einen angespitzen, aber gut. Fernglas. Pinsel, Lupe, Knopf. Da haben wir ein Schloss dafür, Schlüssel dafür. Ein Papierflieger ist da hinten. Pinsel, 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 Pinsel. Spielkarte ist da. Es ist nur Knopf, Pinsel, Lupe. Knopf, Pinsel, Lupe. Knopf, Pinsel, Lupe. Knopf, Pinsel, 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 Knopf, Pinsel. Oh Gott. Wieder da, Kekse fertig. Wie, Kekse fertig, hallo? Knopf, Pinsel, Knopf, Pinsel. Wo ist der Scheiß? Da ist ein Pinsel. Knopf, 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 Knopf. Wo ist der Knopf? Da. Sag das doch. Ein Fing-Zellenschlüssel. Mit Zellenschlüssel machen wir die Zelle auf. Das ist der beste Zellenschlüssel ever. Mary, so good to see you. I saw your scarf and followed. Here it is. Mhm. Will jetzt unbedingt einen Schal haben, natürlich. I spoke with the imps. They are miserable. He's treating them awfully. But they like me. I found this in my pocket. Maybe it'll help you. Aha. Lass mich raten. Damit kann ich hier das hier machen. Achso, Feuerzeug ohne Benzin. Hier, plopp. Da, 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 da. So, das damit jetzt verbinden. Wir haben weichen Wachs in der Tasche. Was wollen wir mehr? Oh, der ist ja schon hart. Hm. So. Platsch. Der sieht ja lecker aus. So. So, mit dem Zeug gehen wir zurück zum Alchemietisch. Ziehen von oben, ja klar. Ja, natürlich, hallo. So, brauchen wir Streichholz auf jeden Fall. Da schwebt die Bulle im Rauch. Du musst sie voneinander trennen. Spannung steigt und der Rauch auch. Okay. Und damit haben wir die magische Linse des Todes. This way. Hallo, mach doch nicht die Tür zu, ich muss da noch rein. Danke. Help us, please! Arme Kreaturen, ich werde Twardowski besiegen und sie befreien. Ja, ich setze einfach eine Linse ein, ne? Benutze das Teleskop, um die auf dem Papier abgebildeten Objekte zu finden. Jutiere den Ausschnitt mit dem Regler rechts. Ah, okay.
Okay, ich kann es gar nicht zwischen einstellen. Was wollen die da jetzt? Das hier? Okay. Dieser Code wird mir helfen, das Amulett neu zu kalibrieren. Okay. Und wo und wie und was? You think you are better than me? We both want to achieve our goal, no matter the cost. The ends justify the means, don't you think? You are a monster, and I will stop you. He gathers magic to attack you. You can avoid the missiles. Hide to the left or right. Good luck. Verstecke dich hinter den Spiegeln. Okay. Um den Geschossen auszuweichen. So. Wie mache ich das jetzt? Ich muss einfach nur im Moment ausweichen, ja? Wo kommt die auf einmal her? Was? Suche die spiegeln gleiche Symbolpaare. Film mir Bilder. Monster. Take me instead. You can do it. Dann wieder ausweichen. Das ist die beste Spiegel-Versteck-Animation ever. Aha. Okay. Drück den Hebel. What's this? Er wurde gebrutzelt. Ach du Kacke. Habe ich eigentlich hier Zeitdruck? Ist wahrscheinlich nicht. Nicht auf meinen Schwierigkeitsgrad. So, easy, gar kein Problem. Schwierigkeitsgrad Mammut. The magic of the mirror still works. You need to reverse the power of the amulet. Du wurdest mit den Folgen deiner Entscheidung konfrontiert. Wurde ich das? Du hast Twardowski besiegt. Habe ich das? Okay. Ich muss das Amulett im Spiegel kalibrieren, indem ich die Symbole entsprechend neu anordne. Wie jetzt? Wie ordne ich das denn an? Oder muss ich... Achso. Wow. The
evil mage defeated, people from Luna Village can now rebuild their lives. It won't be easy to recover, but Yagna and her son seem to have enough strength to start over. And I believe they will find a place for the imps in the village. Weiß Bescheid. Das war Even Teil 2. Und es gibt noch einen dritten Teil. Und wo ist jetzt das Bonus? Es gibt hier kein Bonus-Level. Gibt's hier einfach nicht. Gibt es nicht. Nee, gibt es nicht. Ich kann da noch ganz tolle andere Spiele spielen. Aber das gibt es eigentlich gar nicht. So. Gibt es nicht. Okay. So. Wir machen einmal eine kleine Pause und dann geht's weiter mit Dark Souls in der Hoffnung, dass es da einigermaßen gut läuft. Es sei aber schon mal vorweg gesagt, wir werden heute tatsächlich nicht ganz so lange mehr machen, weil ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Das Wimmelbild hat mir da schon ein bisschen den Rest gegeben, ne? So, also nach der Pause geht's dann gleich weiter mit Dark Souls. Bis gleich.